Wir spielen heute weiter mit dem A-Plot und dem A-Team von der sieben gezeichneten Kampagne. Und wir sind heute erweitert worden um ein weiteres Familienmitglied der Granden Hags. Das heißt, heute habe ich vier Spieler, die meiner Gnade und der Baubrat-Kampagne hilflos ausgeliefert sind und dem Regelwerk, mit dem wir spielen. Und das sind von links nach rechts der Kai, der Tamaril den Graumagier spielt. Hallo Kai. Alles gut bei dir? Alles gut. Und schöner Hut. Das muss man immer wieder betonen. Der ist wirklich Meine besonders. Dame. Der Herr. Gelehrter Herr. Dann der Arne, der weiter Nandorio den Drakoniter spielt. Unsere Drakoniter sind rot gekleidet, damit sie sich vom Greenscreen abheben. Hallo Arne. Hallo Mari. Tim spielt Falk von Grandenhag, den halbelfischen Krieger. Und bei ihm ist hoffentlich auch alles in Ordnung und die Ohren sitzen. Ja. Ist mir in letzter Sekunde noch eingefallen, dass ich ja Ohren habe. Und neu im Team ist Iris, die spielt Selinde von Grandenhag. Das ist die erbberechtigte Schwester von Falk, die nicht einer Tändelei mit einer Elfe irgendwie zugeschrieben wird, sondern die tatsächlich den Titel irgendwann tragen können dürfte. Und die wir zuletzt als Meisterperson hatten, wo sie mit Azarel Scharlachkraut beinahe durchgebrannt wäre. Und Iris, zufrieden, lieber Bobradianer oder lieber Familie? Unentschlossen. Die haben beide gute Unentschlossen. Argumente. Dann schauen wir mal, ob Falk noch bessere Argumente liefern kann. Fühlen wir Auf uns denn jeden Fall alle hat er den bereit? besseren rechten Haken. Als Azurill, ja, das stimmt, das hat sich herausgestellt. Ja, fühlen wir uns denn bereit? Ja, Auf, alles auf. gut? Alles gut beim Team? Und kurz nochmal zur Anmerkung: Wir spielen die Kampagne nicht so, wie sie im Buche steht, sondern teilweise gekürzt und abgeändert. Und wir spielen sie mit zwei Teams und wir spielen sie mit einem eigenen Regelwerk, das wir einfach fürs Let's Play umgeändert haben. Und das vor allen Dingen es ermöglichen soll, dass wir möglichst schnell spielen und ohne Umstände. Gut, dann, gelehrte Herren, Familie Grantenhag, dann würde ich sagen, starten wir mal kurz ins Intro und dann legen wir los. Einverstanden? Wird in dem Kerker der feurige Blick des Weltenschöpfers mit die verlorenen Scharen der Gestaltlosen annehmen die Gestalt die der Schar der verlorenen Seewurzeln, die Festungen über das Land wandeln und die Belagerungstürme über den Himmel wird die rote Saat der Bohr an der alleine Ahnende mit dem Anmandinen wird die letzte Kreatur geboren und der Bote des wandelnden Bildes zum Bündnis also der Löwen und Einhorn zu zweien ins Tal der Finsternis fünf fernglänzende Finger den dann wird der Rausch der Ewigkeit über die Schöpfung wehen. Und außerdem haben wir, ihr seht da immer mal wieder vielleicht ein paar Untote auftauchen. Die sollen euch nicht beunruhigen, liebe Spieler. Das sind nur Hinweise darauf, dass weitere Abonnenten und Follower hinzugekommen sind und dementsprechend einen Pakt abgeschlossen haben. Oh. Und Und das soll uns nicht beunruhigen. Nein, Kündigen sich überhaupt da nicht. irgendwelche Sind diese zukünftigen Abonnenten? Ereignisse an? Möglicherweise mal schauen. Also, noch habt ihr ja mit Untoten nicht so viel zu tun gehabt, nur mit lebenden Leuten. Und einer davon war vielleicht nicht ganz so lebendig, aber das war schwer zu sagen. Der war vielleicht auch einfach nur sehr, sehr blass. Auf Verzeihung vom Orkenspalter-Follower. Sie ist wahr. Gut. Euer Grüppchen hat zuletzt was erlebt und in welchem Auftrag seid ihr jetzt unterwegs? Wer von euch kann und möchte das zusammenfassen? Ich schaue dich an, Arne. Also, ja, selbstverständlich natürlich. Also, zuletzt haben wir erlebt, dass wir die liebe Selinde, die Schwester von Falk, aus einem alten Kloster, wir sagen mal, befreit haben, beziehungsweise kurz nachdem wir aus dem Kloster entkommen sind, befreit haben. Im Kloster haben wir Baubrat-Anhänger gefunden, oder sie uns.
sind uns dann auch ein bisschen gefolgt, nachdem wir ein bisschen Streit angefangen haben. Selinde ist von Azarel Scharlachkraut, wir nennen sie jetzt Neunfinger, genau, mitgeschnackt worden. Wir konnten die beiden auf der Flucht stellen und Azarel tatsächlich ja, vertreiben. Die ist durch ein Tor in den Limbus oder wohin auch immer geflohen, hat dabei einen Finger und ich glaube sogar einen Ring zurücklassen müssen. Wir sind dann entkommen, obwohl Liscom von Fasar mit seinem einen roten Auge uns auch noch sehr, sehr eng oder sehr nah auf den Hacken war. Wir sind entkommen, sind dann zu einem Hesinde-Kloster gegangen, haben dort mit einem Drakoniter gesprochen, weil wir die Inquisition genau auf dieses Kloster hetzen wollten. Der Drakoniter hat uns dann selber von einigen Nachforschungen erzählt, dass er auch ja, gewisse Unstimmigkeiten in der Welt festgestellt hat und hat uns dann gesagt, dass wir in diesem Zusammenhang vielleicht mal nach Weiden sollten, weil auch da gerade einige merkwürdige Dinge stattfinden. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir selber auf Weiden gekommen sind und wie wir vermutet haben, dass Liscom von Fasar da sein könnte. Das, ihr hattet ja zum Glück Selinde wieder auf eure Seite gezogen und die hat durchaus ein bisschen was von den Plänen mitbekommen, dass der Herr von Fasar des Öfteren mal woanders unterwegs war und wohl in Weiden gewisse Interessen vertreten hat. Jetzt noch unterschlagen wurde, war Rohezahl, der, wie sich herausgestellt hat, unser Auftraggeber war. Mhm. Randfiguren. Ja. Rohezahl als alte Magier-Legende sozusagen. Genau. Ja. In Gestalt eines reisenden alten Zausels. Der auch tatsächlich noch ein paar Sachen selber nachprüfen will, aber sehr froh ist, dass es fähige Leute gibt, die sich drum kümmern. Ach, sagen wir Leute. Team unterwegs? Ja, genau. Gut. Mit diesem Auftrag und diesen Interessen reist ihr nach Weiden. Unser Aventurien muss ja nicht hundertprozentig immer den Karten entsprechen, wie sie existieren für das offizielle Aventurien. Unseres ist ja ein bisschen offener und plotgetriebener. Deswegen müssen wir nicht zu sehr ins Detail darauf eingehen, an welchen Orten ihr rein theoretisch vorbeikommen würdet oder wollt. Aber wir können zumindest setzen, dass es einen wichtigen Ort gibt, auf den man sich konzentrieren könnte. Dann, es handelt sich dabei um Balihu. Und das ist auch einer der Orte, wo ihr denkt, dass man vielleicht zumindest in der Richtung sich orientieren kann. Und wenn es vorher keine Hinweise oder sonst irgendetwas aufzuspüren in der Lage wäre, dann ist vielleicht in der Stadt etwas zu holen oder zu reißen. Das heißt aber, dass ihr relativ bald durch die Markgrafschaft Heldentrutz zieht, die selbst für das manchmal etwas hinterwäldlerisch geltende Weiden ein bisschen abgelegen, weltlich und etwas eigen ist, speziell Leute, die aus dem lieblichen Feld kommen und zum Beispiel als Drakoniter in ganz anderen Gegenden aufgewachsen sind, mögen überrascht sein, wie viel und was für Knoblauch und an welche Speisen man es überall herantun kann und mit welcher Begeisterung die Wald- und Landbevölkerung das hier zu sich nimmt. Generell sind sie ein bisschen maulfaul, aber nicht unfreundliche Menschen. Und wenn sie euch sehen, dann erkennen sie zumindest, dass dort jemand Gelehrtes dabei ist und jemand, der die Farben der Göttin der Weisheit trägt und zeigt euch zumindest einen grundlegenden Respekt. Auch wenn manche von ihnen dann wiederum bei den spitzen Ohren von Falk etwas verwirrt bis verstört wirken und untereinander tuscheln, wenn sie ihn sehen. Manche Kinder kommen sogar näher heran und versuchen ihn vorsichtig anzustipsen. Das scheint so eine Art Mutprobe oder etwas Ähnliches zu sein. Ja, absonderlich. Man sollte meinen, dass hier doch gelegentlich Elfen durchkommen. Aber andererseits, wenn hier so viel Knoblauch hängt, kann man verstehen, dass sie das nicht tun. Möglicherweise gibt es ja auch andere Besucher mit spitzen Ohren und irgendwie so einem schwarzen Fell, die hier nicht so gern gesehen sind. Die wollen nur wissen, ob das wirklich Haut oder nur Schminke ist, genau. Also, meint einer der Jungen, ich wollte eigentlich wissen, ob du eine Fee bist.
Warum sollte ich eine Fee sein? Aber wenn du eine wärst, dann könnte ich mir was wünschen. Das stimmt, junger Mann. Vielleicht, ja. Wünsche dir doch einfach so irgendwas. Ich werde es probieren, aber dafür muss ich dich trotzdem anfassen. Der toucht einmal dein Knie an und läuft dann davon. So oder so ähnlich geschieht es euch in mehreren Orten, auch wenn wie viele Feen im Kettenhemd laufen wir wohl normalerweise so durch? Das scheint nicht relevant zu sein, wie viele davon das tatsächlich tun, sondern eher, ob man sich einreden könnte, dass du eine sein magst. Aber zumindest, du fällst weiterhin ein bisschen auf, allein durch deine spitzen Ohren und vielleicht auch, weil die gerade so wenig zu deinem restlichen Erscheinungsbild passen. Auf dem Weg nach Baliho erreicht ihr dann ein Dorf, das sich für euch auch hervorragend als eine Raststätte anbietet, um dort unterzukommen. Da wechseln wir eben kurz hin. Falk, hast du schon mal überlegt, einfach so ein bisschen, ich weiß auch nicht, die Mütze einen Ticken tiefer zu ziehen? Ich meine, weil sich diese ganzen kleinen Kinder stören, die dich dauernd antatschen. Warum denn? Das tut ja nicht weh. Moosgrund heißt das Örtchen. Und es trägt seinen Namen zurecht, so gemütlich und warm und gleichzeitig auch überwuchert die ganze Gegend ist. Es ist zwar, in den Nächten kann es hier immer noch ziemlich kalt werden, aber dieses Tal ist irgendwie geschützt und alles ist ausgesprochen grün und lebendig. Trotzdem wirken die Menschen, die hier ein- und ausgehen, teilweise ein bisschen verharmt und auch ein bisschen zurückhaltend, wenn sie euch sehen als Fremde, obwohl sie selbstverständlich auch eine Taverne haben, in der man unterkommen kann in ihrem Dorf. Und sie lassen sich auch zu halbwegs freundlichen Grüßen herab, aber sie halten zunächst erstmal Abstand von euch, als seien sie vorsichtig damit, wer ihr seid und was ihr hier wollen könntet. Ja, wenn nicht allzu oft Fremde durch die Gegend kommt, kann man das nur verstehen. Eine gewisse Zurückhaltung und Vorsicht ist da vielleicht angebracht. Das ist so im Norden. Habe ich gelesen. Ansonsten? Ja, aber dann... Ihr könntet beschließen, dass ihr noch ein Lager aufschlagen müsst und lieber außerhalb des Ortes übernachten wollt oder könnt euch hier umschauen, je nachdem, wonach es euch ist. Wenn man sich den Sonnenstand anguckt, würde ich vorschlagen, lass uns doch in die Taverne gehen. Ich habe von der vielfältigen walischen Küche gehört. Vielleicht haben die ja was ohne Knoblauch. Ja, bislang hast du nicht so viel Vielfalt erleben können. Ich glaube ja, dass sie uns immer die Spezialität vorführen wollten und die scheint wohl überall gleich zu sein. Für den Schlafsaal bleibt es zu hoffen, dass es etwas ohne Knoblauch gibt. Auch da schlafe ich, das geht, aber ich glaube, Falk wird das nicht so. Naja. Naja. So. Haben wir denn auf unserem Weg bis hierher schon irgendwelche Berichte über irgendwelche seltsamen Vorgänge gehört oder irgendwelche Gerüchte oder irgendwas? Ihr habt gehört, dass es in manchen Gegenden in Weiden regelmäßig, das gab alle mindestens einmal im Jahr oder in anderen Bereichen alle paar Jahre, dass dort Leute entführt worden, verschwunden sind. Und das ist verschiedene Arten von, ja, Geschichten, Märchen vielleicht sogar darum gab, was daran schuld ist, dass bösartige Hexen, nicht alle Hexen sind bösartig, da sind die Weidener sehr erpicht drauf, dass einige von denen auch hilfreich sind, wie die berühmte Luzilin von Blautern. Aber es könnte sein, dass die jemanden entführen oder dass Orks vielleicht eine Bande vorgedrungen ist und Leute zu Sklaven macht oder aufisst. Man weiß ja nicht, was die so tun. Und es gibt auch Gerüchte, dass in einer von den verlassenen Burgen von nicht mehr instand gehaltenen Landsitzen von verflossenen Adelsfamilien, dass dort etwas haust, ein Wiedergänger, ein Nachzehrer oder möglicherweise auch ein Blutsauger, der über das Land kommt und Jungfrauen speziell, so scheint es den Weiden dann nachstellt. Das ist aber alles bislang ein Konglomerat. Gibt es ja viele verlassene Burgen? Es gibt, viel ist vielleicht übertrieben, aber es gibt durchaus in der Geschichte
von Weiden mehrere Geschlechter, die verschwunden sind oder die ausgestorben sind, denen ihr Titel aberkannt wurde. Und manchmal war es nicht vonnöten oder nicht sinnig, weiterhin ihren Stammsitz zu halten. Manche wurden auch gezielt geschleift, um den Namen zu entfernen aus Geschichtsbüchern. Das heißt, es gibt immer mal wieder hier und dort Ruinen und leerstehende Gemäuer auf irgendwelchen Felsvorsprüngen, die sich alle möglichen Geheimnisse und Märchen ranken. Und außerdem werden sie häufig als Steinbruch für nahegelegene Orte benutzt, was nicht dazu beiträgt, dass sie in einem guten Zustand wären. Das klingt aber alles in allem erstmal nach Geschichten, wie sie in jedem Landstrich, der ein bisschen weiter ab von der Zivilisation ist, vorkommen und einfach unerklärte Dinge erklären lassen. Oder hatten wir jetzt irgendwas, was speziell zu dem, was uns auch der Drakoniter erzählt hat, passen würde? Oder ist es tatsächlich einfach nur, wie ich sagen würde, ja, Sagen und Legenden der Nordlande? Bislang ist es eher im Sagen- und Legendenbereich zu halten. Kein akutes, und die Hexe hat vorgestern das Kind von dem und dem entführt oder die Milch dort und dort sauer gemacht. Und allzu weit ist Balihu nicht mehr entfernt, jetzt wo ihr in Moosgrund angekommen seid. Vielleicht werdet ihr es dort erst schaffen, eure Suche sinnig fortzusetzen. Ja, aber dann lasst uns doch den Abend einigermaßen sinnvoll nutzen und hier einfach mal in die Taverne einkehren, oder? Habt ihr andere Ideen? Nein, ich finde das sehr, sehr angenehm, dass wir heute Abend hoffentlich ein bisschen besser schlafen als vor 2 Nächten. Da war es doch sehr unangenehm. Ja. Die Tavernen werden schicker. Was wird schicker? Die Tavernen werden schicker mit mehr Ebenen und so. Das liegt möglicherweise daran, dass ihr euch einer größeren Stadt nähert oder daran, dass ich fertige Karten importiert habe. Letzteres erscheint sehr unglaubwürdig. Ja. Ich glaube auch, das liegt an Valio. Hier kommen einfach viele Reisende vielleicht doch durch. Wir sind ja auch reich eigentlich, oder? Das ist doch so eine Handelsmetropole. Valio ist reich. Kein unwichtiger Umschlagplatz. Reich für Weiden. Ist ja nicht auch diese Rinderbarone? Das habe ich beim... bei der Durchreise von Norden, von Lovang her mal gesehen. Rinderbarone. Ich meine, der Nord-Süd-Weg wird auch Ochsenweg genannt, so umgangssprachlich. Wenn man sich aus den weltlichen Gebieten langsam hinausbewegt, wo nicht so wirklich viel Rinderzucht möglich ist, und in die grasigeren Ebenen hinein, dann sieht man schon nicht wenige von den Tieren, die in kleineren und größeren Gruppen zusammenstehen und geduldig ihre Schnauze in das Gras stecken. Und dementsprechend, es wirkt doch ein wenig so, als würde mit der Menge an Tieren, die die Menschen halten, der Reichtum ein wenig zunehmen. Insofern diese Kneipe, in der ihr, beziehungsweise Taverne, in der ihr unterkommen könntet, die wirkt doch schon ganz gut instand gehalten. Als ihr hereinkommt, empfängt euch auch ein leises Murmeln und Flüstern von den Leuten, die hier sitzen und sich unterhalten, hin und wieder unterbrochen von einem lauteren Lachen von Leuten, die über irgendeinen schlechten, guten, das könnt ihr nicht beurteilen, Scherz, sich irgendwie großartig amüsieren. Mehrere Leute sitzen weiter hinten und würfeln. Und ein Pärchen, das offensichtlich die Taverne betreibt, begrüßt euch auch mit einem Travier zum Gruße und weist auf freie Tische mit der Einladung, offensichtlich sich zu setzen, wo immer ihr wollt. Schnell zu einem Tisch hier rüber und ein fröhliches Hesinde zum Gruße auf den Lippen. Oh, Hesinde zum Gruße. Travier mit euch. Und mit euch selbstverständlich. Gibt's hier Braten ohne Knoblauch? Was denkst du, Nandurio? Die Wirtin wirkt etwas verwirrt. Ich kann euch die Kruste abkratzen. Knoblauch. Nein, das tut nicht Not. Das schaffen wir selber. Wenn Falk auf der Kriegerschule eines gelernt hat, dann nicht mit Sonderwünschen auffallen. Lieber still leiden. Ich glaube, lieber Falk, das war für dich auf der Kriegerschule tatsächlich auch eins der schwierigsten Aufgaben, oder? Nein. Oder eine der schwierigsten Lektionen. So als elf? Halb elf?
Falk schweigt und äußert also sich keine weiteren Sachen. Das ist Neugierde, das ist jetzt nicht gehässig. Verzeiht, wenn ich euch da irgendwie einen wunden Punkt erwischt habe. Das, meine Blicke schweifen interessiert von links nach rechts am Tisch, während ich fröhlich ein paar Brotstücke in die Bratensoße tunke. Es gibt ansonsten auch einen Eintopf mit dicken Bohnen und ähnliche gut gemachte, aber relativ simple Kost. Es wird so lustig im Schlaf. Nein, ja, das wird noch schneller. Nach den letzten Nächten unter freiem Himmel ist das mit der mit dem Braten schon ganz gut. Da gab es das nämlich nicht. Ihr wollt ja auch übernachten? Oder zieht ihr es vor, wieder unter freiem Himmel? Sehr gut. Wir können der Dame auch ein einzelnes Zimmer fertig machen. Das ist sehr freundlich von euch. Gerade haben wir nicht so viele Reisende, die hier tatsächlich Halt machen wollen. Also wir freuen uns über glückliche Gäste. Treffer vergeht's. Das ist schön. Ja. Sind es denn ungewöhnlich wenig Reisende momentan oder ist das einfach immer so zu dieser Zeit? Es gibt ein paar Gerüchte und ein paar Dinge sind passiert. Was denn für Gerüchte? Was ist denn passiert? Sie schaut sich um. Die Gegend hier ist schon dadurch zu sehr in Verruf geraten. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ihr seid gute Frau, wir werden auf jeden Fall hier essen und hier übernachten. Um euch die Sorgen diesbezüglich zu nehmen, kann ich gerne im Voraus bezahlen. Aber ich möchte wissen, was für Gerüchte hier sind. Sicherlich. Es sind ein paar Leute verschwunden. Und ich will nicht sagen, aber das passiert immer. Manche Leute laufen einfach weg. Und wenn die Tochter nicht denjenigen heiraten will, der für sie vorgesehen ist, dann läuft sie vielleicht mit ihrem Liebsten davon in die Stadt. Und dann sieht man sie erstmal nicht wieder und dergleichen. Ich denke, die Leute machen sich da zu viel Sorgen, versteht ihr? Und und die Leute sagen, bei der Acheburg und beim Turm hätten sie Dinge gesehen. Und angeblich hat jemand ein Drachen gesichtet. Es ist... Ich glaube, die Leute sind gerade verrückt. Ja. Ja, das ist Unsinn. Also, Drachen haben wir hier nicht. Das würde ich gar nicht so abtun. Das gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, aber wie soll der denn ausgesehen haben? Jemand sagt, er habe einen Drachen gesehen. Einen weißen Drachen. Also, ich kann euch jetzt nicht sagen. Ja. Drachen sind doch grün. Na, da täuscht man sich. Aber es gibt verschiedene Formen. Aber ich wollte euch nicht wer hat denn das gesehen? Das klingt interessant. Wisst ihr, ich schreibe unheimlich viele Geschichten aus dem, also vom Volke auf. Und da würde ich gerne nochmal nachfragen. Das hört sich super an. Das waren ein paar Kräutersammler, die weiter hinausgezogen sind. In die Bereiche, wo kein Vieh gehalten wird, weil da, was weiß ich, irgendwelche Pilze wachsen oder sonst irgendetwas. Oder vielleicht wollen sie einfach nicht zu ihren Frauen heim. Das kann ich nicht sagen. Aber zwei waren es und sie haben geschworen, sie hätten einen Drachen gesehen, der bei der Acheburg gekreist ist. Wo ist denn diese Acheburg? Es gibt sie nicht mehr wirklich. Sie ist nicht mehr bewohnt, aber es gibt alle möglichen Geschichten darum, das Übliche. Ihr wisst, wenn ein Ort verlassen ist, dann glauben die Leute, da ständig Geister zu sehen und so etwas. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wo war die nochmal? Ein Stück gar nicht so weit fern von hier nach Südwesten, wenn ihr dort ein bisschen in die Hügel reist. Ja. Aber es ist kein interessantes Gebiet und ich würde euch nicht empfehlen, dorthin zu gehen. Ihr wollt sicherlich viel eher nach Ballyhoo. Richtig? Nicht wahr? Sie schaut Selinde an. Eine Dame wie ihr wird doch sicherlich nicht in den Wald wandern und nach Pilzen und irgendwelchen Gerüchten suchen wollen. Also ich würde ja sagen, die beiden Jungs, die haben ihre Pilze selber gegessen und dann haben sie angefangen, Dinge zu sehen und wollten sich wichtig machen. Naja, ihr wisst ja, wie das ist. Jungs sind eben Jungs. Wenn sie in den Wald gehen wollen, dann sollen sie doch. Lasst ihnen doch ihren Spaß. Naja, solange sie euch da nicht mit reinziehen, meine liebe Gute. Nein. Was hatten die denn noch gesehen? Was hatten die noch gesehen, außer dem Drachen? Er hatte doch noch mehr erwähnt, oder habe ich das falsch verstanden? Nein, die beiden, die haben nur von dem Drachen geredet. Ansonsten, das Übliche. Oh, da sind irgendwelche Gestalten im Dunkel. Es ist wahrscheinlich nur der
Ingyan, der wieder betrunken nachts herumstolpert und Leute erschreckt. Und... Ja. Ingyan. Ingyan, ja. Mhm. Und wo finde ich diesen Ingyan? Also nachts findet ihr ihn betrunken durch die Gegend stolpern. Ingyan ist ein älterer Tagelöhner, der wohnt ein bisschen, der hat eine Hütte etwas am Rand des Ortes. Also das war doch nur ein Beispiel. Wollt ihr denn nicht die interessanteren, also ich meine, die fröhlicheren Geschichten erfahren? Doch, die wollen wir auch erfahren. Es gibt nicht weit von hier ein Reineschrein mit einem heiligen Korb. Das ist doch aufregend. Schön. Was macht ihn denn so heilig, diesen Korb? Wenn man mit dem Äpfel sammelt und danach die Äpfel wieder aus dem Korb holt, dann reichen sie für genauso viel, wie man damit backen will. Egal, wie viel das ist. Praktisch. Das ist in der Tat praktisch. Ja, also in dem Sinne, wenn ihr zu dem Braten auch dann nachher noch Apfelkuchen wollt oder Kompott, dann sagt mir Bescheid. Gerne Apfelkuchen. Das weiß ich jetzt schon. Ich hätte gerne Kompott. Ja gut, Kuchen, Kompott, ich kümmere mich darum. Und wie gesagt, keine Sorge, ihr seid hier sicher. Und damit schwänzeln sie davon. Meint ihr, Kuchen und Kompott sind ohne Knoblauch? Naja, das ist der Weidensche Dreisprung. Kuchen, Kompott, Knoblauch. Also ich fand vielen Dank, ich bestelle ihn jetzt ab. Ich glaube, solange man keinen Knoblauch-Schnaps trinkt, ist man auf der lichten Seite. Mhm. Ja. Also kulinarisch haben wir uns von der Seite schon vor ein paar Monaten abgewandt. So zumindest mein Gefühl, mein Magen und mein Zunge. Dorio, langsam hast du dich dran gewöhnt, oder? Ja. An den Geruch nicht, aber also meinen schon, aber an euren. War das nicht auf? Also ich kenne das so in ländlichen Gegenden, wenn man da in eine Kneipe oder eine Taverne kommt, dass die Herbergsmutter mit Geschichten, so komisch sie auch klingen, eigentlich selten hinterm Berg hält und sie selten versucht zu relativieren. Ja, hier ist irgendwas im Gange. Ja, also denkt ihr nicht, dass sie da ein bisschen viel reininterpretiert? Das muss ja nicht in diesem Ort sein, aber irgendwas scheint ja in der Gegend hier zu sein, denn wir haben doch vorher auch schon ein paar Sachen gehört, aber dass uns man das gleich quasi mit dem Braten zusammenserviert, das haben wir ja nur die letzten Tage nicht gehabt. Ja, den Braten haben wir ja noch gar nicht. Und es scheint ja auch zumindest so ungewöhnlich zu sein für diese Gegend, dass das auf jeden Fall erwähnt werden musste. Hm. Und so ja, sehr, gut, wie es relativiert hat. Wenn junge Leute verschwinden, ist das natürlich, nicht gut. Ja, aber wie gesagt, Arburg, weiße Drachen, alleine das würde mich dazu führen, euch zu bitten, vielleicht noch irgendwie einen kleinen Umweg zu machen oder hier auf mich zu warten. Ich würde auf jeden Fall gerne mal nachschauen. Und diese Acheburg scheint irgendwie auch einen Turm zu haben. Zumindest hat sie irgendwas auch von einem Turm vorhin gesagt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das klang wieder inne und ja, aber die Geschichte kann man vielleicht nochmal irgendwo anders rauskriegen. Ich glaube, aus der Name werden wir heute nichts mehr ausgequetscht bekommen an Informationen. Und Magier nicht immer in Türmen? Ich hörte, es gäbe da eine Affinität zwischen Türmen und Magiern. Abgesehen davon, dass es eine Reihe wunderbarer Erklärungen dafür gibt, es ist sehr beliebt. Genau, Tamariel wohnt zum Beispiel im Turmzimmer. Man hat es mir angeboten. Wie konnte ich da Nein sagen? Jetzt mal ehrlich, am Anfang eines Magierlebens träumt doch ein jeder Magier von seinem eigenen Turm und ein Turmzimmer ist schon mal gar nicht gut. Der Aussicht wegen. Knoblauchhause. Ja, zum Beispiel. Ich habe auf den Hinterhof geguckt, die Latrine, um genau zu sein. War jetzt nicht das Beste. Aber es war ein Turmzimmer. So, und jetzt lassen wir das mal. Ja, aber zu der Ruine,
In Anbetracht der Tatsache, dass Liskom von Farsar auch letztes Mal eine alte Ruine bewohnt hat. Herr Dorian, du vermutest noch ein Kloster? Tja, vielleicht vermutet er, dass wir glauben, er würde das nochmal versuchen. Diese Ruine ist ja vermutlich sichtbar. Das haben wir von der letzten auch gedacht. Naja gut, wenn du es für nötig hältst, kommen wir natürlich mit. Falk, ich habe so viel über Drachen gelesen und gehört während meiner Ausbildung. Ich muss dahin. Und wenn das Ganze nichts mit unserem Auftrag zu tun hat, ich will das wissen. Ja, also das. Ich weiß nicht, Drachen sind doch eigentlich nicht so unauffällig, dass man, oder? Sollte man meinen, oder? Ja, nein. Wenn ein Drache nicht möchte, dass er gesehen wird, wird er nicht gesehen. Und sind wir hier nicht viel zu weit weg von Gebirgen oder sowas? Es ist ja ein klitzekleiner Drache. Und sag mal, Nandurio, du kennst dich da ja wahrscheinlich viel besser aus. Weißer Drache? Ist der ein Albino? Das ein was? Kann ich gar nicht sagen. Kann sein. Na gut. Also, habe ich noch nicht von gehört, aber. Deswegen ist das ja auch so interessant. Ich verstehe schon. Erstbeschreibung. Aber Nadurio, nur um das mal geklärt zu haben, du planst nicht etwa den Drachen zu ärgern oder ihm was zu klauen oder ihn böse zu machen auf uns oder so etwas schrecklich Unvernünftiges. Ich bin kein experimentierfreudiger Magier, ich bin ein wissbegieriger Drakoniter. Darüber Nein. muss ich jetzt erstmal nachdenken. Apfelkompott für den wissbegierigen Drakoniter. So sind die häufiger. Ich mache dann die Zimmer für die Gruppe fertig. Die Damen in einem einzelnen. Das wäre sehr freundlich von euch. Ich schaue, wie ich euch untergebracht bekomme, aber ein Einzelzimmer haben wir für euch auf jeden Fall. Das ist doch gut. Oh. Und sitzen mit einem zufrieden, oder? Ein hervorragender Knoblauchbraten. Deliziös, ja. Deliziös. Danke, sehr guter Kompott. Ja, die Tür geht einen Spalt auf und jemand mit einem fusseligen Bart und eingefallenen Wangen ruft kurz einen Blick herein. Sie dreht sich um. Geh dir an die Ecke, Jan! Nein! Ich hab dir doch gesagt, wenn, dann komm hinten an die Küchentür. Scheucht ihn wieder raus und schließt die Tür. Mist. Wer war das jetzt? Das war dieser Indian, glaube ich. Und er schien noch verhältnismäßig nüchtern zu sein. Dann stehe ich mal auf, gehe zur Wirtin. Gute Frau, kann ich wohl einmal ein Wort mit ihm wechseln, mit dem Indian? Durch die Küche zur Küchentür, habe ich das richtig verstanden? Er will vermutlich sich irgendwas was abgreifen. Und im Namen der Herren Travia, ja, wir geben ihm immer mal ein paar Kleinigkeiten. Sehr gut. Wenn wir für ihn ein Essen bezahlen würden? Er ist nicht unbedingt gut dafür, andere Kundschaft in den Schankraum zu locken. Versteht ihr? Ah. Verstehen wir. Trotzdem würde ich gerne ein Wort mit ihm wechseln. Bringt mich doch mal kurz zu ihm, bitte. Oder dann, uns. Du wirst nach hinten geführt, wo es tatsächlich noch eine zweite Hintertür gibt. Guter Mann! Ihr kennt mich nicht. Mein Name ist Tamariel. Ich glaube, ihr seid Injam, richtig? Also er hockt draußen und er hat offensichtlich... Diese Tür geht nicht auf. Und er hat offensichtlich sich irgendwie eine Flasche zugesteckt bekommen und einen Kanten Brot, an dem er jetzt kaut, der großzügig mit Knoblauchbutter bestrichen ist, und schaut dich nachdenklich an. Sag mal, Ingram, du wohnst doch da hinten irgendwo an der Waldkante, habe ich gehört. Stimmt das? Ja, er steht auf. Und es heißt, du hast seltsame Dinge beobachten können in den letzten Wochen. Passieren hier seltsame Dinge. Ne? Ist auch schlecht für mich. Gibt keine Arbeit. Keiner den Tagelöhner. Braucht man nicht. Kriege ich kein Geld. Was kriegst du denn so am Tag? Hängt davon ab, was ich mache.
Okay, vielleicht ein Silbertaler? Was wollt ihr, Herr? Was kann ich für euch tun? Erzählt mir alles, was ihr gesehen habt und was ihr wisst. Das kann Jahre dauern. Nein, ich meinte, richtig, das war unsauber formuliert. Ingiam, ich möchte gerne wissen, was seltsam ist, euch aufgefallen ist. Nachts geht hier einer um, so eine dürre Gestalt, ganz große Augen und lange, dünne Arme und Beine. Der trägt fast keine Klamotten, so als wäre das irgendwie ein Wilder oder bei den Orks aufgewachsen. Und er schleicht hier um die Gebäude und starrt durch die Fenster und beobachtet die Menschen, wenn sie schlafen. Als hätte man dem in den Kopf geschissen. Verzeihung? Ja, als wäre wär dann alles nicht ganz sauber, ja? Als hätte man dem hier Sinn des Verstand ausgeprügelt. Ich weiß auch nicht. Ja. Mit dem stimmt was nicht. Der ist unglaublich unheimlich. Und er verschwindet dann auch einfach immer wieder. Und du hast ihn auch noch nicht angesprochen? Nee, bin doch nicht blöd. Ich gehe doch nicht hin zu so einer unheimlichen Gestalt und red mit der. Verstehe ich. Aber wieso hast du ihn denn überhaupt so gut sehen können und ich so lange? Ich kann nicht gut schlafen. Ach so. Und ich habe gesehen, wie er schräg gegenüber in das Haus von der Witwe gestarrt hat. Ich meine, wenn, dann würde ich ja bei jemand anders ins Haus starren, aber nicht bei der. Also nicht, dass ich das jemals tun würde. Nein, schon verstanden, Inga. Das ist schon in Ordnung. Was ist denn mit der Witwe? Also ich meine, er hat da reingestarrt und das hast du gesehen in einer Nacht und... Ja. Aber die Witwe ist da, ja? Also die hast du auch gesehen. Ich starre da nicht durchs Fenster. Die macht ja selten was, die kommt nicht raus. Kaum. Ach so. Wann hast du denn das letzte Mal gesehen? Den Typen? Nee, Entschuldigung. Einmal die Witwe, wann du die das letzte Mal gesehen hast? Vor ein paar Tagen. Da war sie in ihrem Kräutergarten und hat geschimpft. Weil da jemand was zertrampelt hat. Aha, ist das zufällig da, wo man durchs Fenster starren kann, der Kräutergarten? Aha. Verstehe. Also ich bilde mir das nicht ein, werter Herr. Nein, ganz offensichtlich nicht. Wer Kräuter zertrampelt, der ist auch da gewesen. Ja. Und? Naja, da habe ich sie das letzte Mal gesehen. Oh, ja. Ich meine, wie unheimlich ist das? Das der ist könnte sehr hier unheimlich. Überall rumschleichen und den Leuten Sachen klauen. Ich habe nur einen einfachen Riegel in meiner Hütte. Also, wenn ich jetzt überlege, ich meine, wenn ich jetzt nicht da bin, er stopft sich das Brot in seinen Gürtel, drückt die Flasche an sich. Also, wenn ihr mich dann nicht weiter braucht, Meister, würde ich auch wieder nach Hause nach dem Rechten schauen. Alles klar. Vielen Dank und wir schauen noch mal rein und fragen noch mal andere Sachen vielleicht. Naja, ihr habt mir einen Silbertaler gegeben, da könnt ihr sicher noch ein paar Fragen stellen. Und falls ihr noch irgendwas anderes braucht, wenn ich was für euch tragen oder schaufeln oder bauen soll oder so, kann auch ich komme drauf zurück. Dann bis dann. Habt euch wohl. Eilt er mit einem letzten Blick über die Schulter, hast du ihn gelacht. Leicht nachdenklich und ein kleines Ziehen im Nacken, gehe ich zurück durch die Küche zu den anderen und berichte Wort für Wort, was er berichtet hat. Und so hat er das alles mir erzählt. Genau so. Ich finde das seltsam. Und er hat auch gesagt, dass die Kräuter da kaputt getrampelt wurden. Also wir können da ja mal rübergehen und gucken, ob da kaputte Kräuter sind. Ich finde, der klang glaubwürdig. Also wenn wir denn nicht seine Fußspuren finden? Nicht, dass er sich jemanden ausdenkt, um einfach seinen Schabernack zu rechtfertigen. Vielleicht sollten wir erstmal die Wirtin oder jemanden anderen weniger seltsamen im Dorf fragen, ob es der Witwe gut geht. Ja. Könntest doch einfach die Witwe fragen, ob es der Witwe gut geht. Ja, guten Tag, wir sind Fremde. Wir wollten nur mal nachfragen, ob es ihnen gut geht. Naja, vielleicht hat die Frau ja irgendeinen Beruf. Kräuterfrau und sagt, wir brauchen noch irgendetwas und möchten uns bei ihr bevorraten oder sowas?
Brauchen wir noch irgendwas, Tamaril? Wir können sie anlügen. Du hast jetzt gerade den eigentlichen Punkt verpasst. Es geht nicht darum, ob wir was brauchen, sondern ob wir sie fragen wollen, ob wir was kaufen können. Ach so, ja. Lieber Falk, deine Schwester hatte eine sehr gute Idee. Eine sehr gute Idee. Selinde, dann mal auf. Also, so von Frau zu Frau spricht sich das vielleicht auch einfacher. Meint ihr nicht, es wäre irgendwie... Ich frage mich gerade, wer der unauffälligste Charakter in diesem Zusammenhang wäre. Der Geweihte, der Magier, der Halbelf? Meine Güte. Ja. Und was soll ich sie dann fragen? Also außer... Zum Beispiel, ob sie Wirbelkraut hat. Ich meine außerdem fragen... Ob sie sich wohlfühlt, ob sie nachts vielleicht schlecht geschlafen hat in letzter Zeit, weil du was gehört hättest und du hättest so schlecht geschlafen und ob sie dir ein Kraut dafür geben kann. Das ist doch eine gute Idee. Das könnte ich tun, ja. Vielleicht sollte doch Nandurio nachfragen, ob sie Seelsorge benötigt. Hallo, ich bin ein reisender Hirsendegeweihter. Ich klopfe an jede Tür. Brauchen Sie meine Hilfe? Lieber Falk, und leider ist das bei den Leuten, die wirklich Hilfe brauchen, meist so, dass sie fest davon überzeugt sind, nie Hilfe brauchen zu müssen. Also diese Frage ist ein bisschen... Aus der Mode gekommen? Ja. Wobei das doch mal nett wäre, wenn Kirchenangehörige an die Tür klopfen und fragen, ob man mit ihnen über Gott sprechen möchte. Selinde, wir kennen ja bereits aus unseren vielen Unterrichtsstunden dein besonderes Talent dafür, ein Gespräch, sagen wir mal, künstlich aufzubauschen. Das habe ich alles von dir gelernt, Tamaril. Ja. Du warst ein guter Lehrer in dieser Hinsicht. Es läuft jedes Mal. Falk, du bist schuld. Was? Ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, Selinde. Ihr wäret doch, vielleicht könntet ihr doch morgen mal fragen? Natürlich. Ja, oder ist es noch hell heute? Nein, es ist schon dunkel, oder? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Es ist schon dunkel, ja, tatsächlich. Es ist später Abend. Ja, der Dunkelheit also an so Türen. Also in so einem Wagenraum, wo es vielleicht noch vertretbar wäre, jemanden aufzusuchen, aber... Ja, das können wir morgen auf dem Weg zu dieser Das Gebäude haben wir da jetzt gerade? Acheburg. Nein, ich bin, wenn dann, kurz am Überlegen, wie ich euch... Ich baue gerade improvisiert das Haus der Witwe, falls ihr sie aufsuchen wollt. Ah. Also, das wäre kein Problem. Hiermit bewiesen, wir können sowas auch improvisieren, wenn es nötig wird. Andererseits habe ich gerade stechende Kopfschmerzen. Selinde, vielleicht könntest du mir ja ein Kraut dagegen besorgen. Natürlich. Aber ich weiß nicht, ich glaube, alte Menschen sind um diese Uhrzeit schon im Schlaf. Nun gut. Ist ja kein junger Hüpfer, ist ja eine alte Dame. Aber natürlich könnte... jemand, der sich gut anschleichen kann. Schauen, ob heute Nacht wieder ein Mensch mit dürren Armen und Beinen und fusseligem Bart unterwegs ist, um die Frau zu beobachten. Oder das Haus oder so. Wir sollten Wache schieben, willst du sagen. Das ist ein guter Gedanke. Wenn schon neugierig, dann aber richtig. Ich nehme die letzte. Weil glauben dann die Leute nicht, dass wir seltsame Leute sind, die hier Leute beobachten? Was ja auch irgendwie dann, wenn man so drüber nachdenkt, stimmen würde? Falk, wir sind seltsame Leute. Wir sind nicht von hier. Das reicht als seltsam. Liebe Freunde und Mitreisende, genau. Wir sind die erste Nacht in einem Gasthof. Wir haben von einem zerzausten Zottel gehört, dass hier irgendjemand durchs Dorf schleicht. Ich fühle mich nicht als Dorfscheriff oder Schulze. Ich möchte heute Nacht hier in einem weichen Bett schlafen, auch wenn vielleicht die anderen Mitschlafenden pupsen. Nein, das klingt eigentlich verlockend. Endlich mal wieder ein Bett. Lass uns mal. Tamaril, falls du Wache halten möchtest, kann ich die mittlere übernehmen. Das ist ja. Ich kann hier nicht gut schlafen. Während ihr darüber diskutiert, wer wann, wie, wo, was macht, kannst du kurz in deinen Toneinstellungen dich ein bisschen leiser machen. Du bist deutlich lauter als der Rest. Oh, Entschuldigung.
Ja, also da, lasst uns morgen früh bei der alten Witwe vorbeigucken. Schauen, ob wir da was rausfinden. Und uns ansonsten auf dem Weg auf die Suche nach einem Drachen machen. Ja. Findest du die Einstellung, Iris? Ja. Okay, gut. Ein bisschen leiser. Das ist alles. Ja, das hat er automatisch so gemacht. So besser? Mhm. Oder noch leiser? Nee, ist aber schon gut, glaube ich. Okay. Gut. Dann widmen wir uns doch erstmal diesem leckeren Kuchen. Der ist tatsächlich ausgesprochen lecker. Und knoblauchfrei, zu deinem Erstaunen. Oh, ich möchte auch ein Stück. Ja, ich möchte auch ein Stück davon. Und eins zu mitnehmen für morgen. Selbstverständlich, kein Problem, gelehrter Herr. Das liegt bestimmt an diesem heiligen Korb, mit dem man Äpfel sammeln kann, um Kuchen zu backen. Das sind sicherlich besonders leckere Äpfel. Mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall. Nicht verfeinerungswürdig. So. Oh, voller Bauch. Ab ins Bett. Der Plan. Ein Stockwerk höher. Wie hattet ihr die Wache eingeteilt? Wie und wo wollt ihr die denn halten? Wo ist denn eigentlich das Haus von der Witwe so im Verhältnis zu dem Gasthaus? Wie groß ist dieses Dorf überhaupt? Also ich würde sagen, es ist mittel bis groß, das Dorf. Also schon 200, 300 Einwohner insgesamt vielleicht sogar. Also so viel? Ja, um die 200 rum vielleicht. Und das heißt, dass es tatsächlich auch, man sagen kann, jemand wohnt am Dorfrand, so wie der Tagelöhner. Und die Witwe wohnt halt ebenfalls eher am Dorfrand, weil der Tagelöhner sie ja auch sehen konnte. Kann man Kann man das Haus hier vom Fenster aus sehen? Nein, tatsächlich nicht. So ein Ärger. Gerade, das können wir doch auch beauftragen. Ich meine, wenn der gute Mann schon in der Nähe wohnt, dann hätte man ihn doch auch fragen können, ob er vielleicht das Haus im Auge behält für uns. Dann können wir schlafen und er beobachtet. Grundsätzlich ja. Er schien mir allerdings sehr verängstigt ob seiner eigenen Erzählung. Er sprach von seinem Riegel und dass das ihm eigentlich gar nicht reichen würde. Und daher denke ich... War nur so ein Gedanke. Ein guter Gedanke eigentlich. Gibt es irgendwo am Ende eines Flures ein Fenster, was zufällig in die richtige Richtung zeigt? Zufällig? Du kannst dir einfach einen Schicksalspunkt ausgeben dafür, dass es diesen Zufall gibt. Diesen Zufall gibt's? Dann ist da ein Fenster, da wo ich auch gerade deine Figur hin platziert habe. Und durch dieses Fenster kannst du tatsächlich in die richtige Richtung des Ortes schauen. Oh, sehr gut. Dann stehe ich gern bereit für die erste oder die letzte Wache. Welche Jahreszeit haben wir eigentlich? Ach, der Herbst. Eine undefinierte. Ah, okay. Ah. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. In Weiden im Zweifel etwas kälter als vorher im Amboss. Mhm. Ihr habt auf jeden Fall auch euer Zimmer zugeteilt bekommen. So, Selinde, und euer Zimmer ist wo genau? Selinde hat hier tatsächlich das größte Einzelzimmer bekommen. Hervorragend. Ja, das ist doch sehr nett. Damit ist immer noch nicht geklärt, wer jetzt anfängt. Der Magier. Ich fange an. Ich mache die erste Wache. Ich nehme die zweite. Das heißt... Dann haben wir zwei Leute. Ja? Super. Also, ich will schlafen, ganz ehrlich. Wenn ihr beide euch darum streitet, dass irgendwie jemand Wache hält und dann mich die Hundewache machen lasst, das könnt ihr vergessen. Also wirklich. Ist die Hundewache nicht die zweite? Nee, die vorletzte ist immer die Hundswache. Achso, ich dachte, ich ging von dreien aus, deswegen. Ach, ich sag mal so, wenn ich irgendein fusseliger Mensch wäre, der nachts umherschleicht und alte Frauen beobachtet, dann würde ich das vermutlich
nicht zu dieser Unzeit machen. Vermutlich eher, wenn gerade die Sonne untergegangen ist. Oder wenn sie kurz vorm Aufgehen ist. Das ist doch viel praktischer, oder? Also ich kann teilt mich ein, wie ihr wollt. Ich komme auch zur Not mit weniger Schlaf aus. Das ist ein Vorteil deiner Abstammung, ja. Andurio, willst du dann die erste Wache machen, dann mache ich die zweite. Dann macht Falk die dritte und Selinde kann die vierte machen. Kann man von meinem Fenster überhaupt auch was sehen? Man kann von deinem Fenster was auch sehen, nämlich die Straße, aber das ist genau in die andere Richtung hinaus. Schön, schön. Gut. Ja, dann geht Tamarell ins Bett. Seid, gut, Nandurio macht die erste Wache. Ja, damit ihr beruhigt seid und mir nicht morgen vorwirft, dass irgendjemand bei der Witwe die Kräuter zertreten hat und wir nicht wissen, wer es war. Solange ja keine Rapunzeln stiehlt, sind wir auf der sicheren Seite. Wo möchte denn Nandurio seine Wache antreten? Es gibt oben auch zwei Sitzecken. Ja, dann nehme ich eine dieser Sitzecken, wenn ich von da aus rausgucken kann, oder ziehe einen der Stühle rüber, nehme mein Vademecum, eine kleine Kerze, die ich so hinstelle, dass sie nicht unbedingt rausscheint, und blick dann alle paar Augenblicke mal hoch und guck da raus, weil ich glaube, dass das eher etwas übertrieben ist, und schreibe aber meinen Reisebericht weiter, beziehungsweise lese da noch ein bisschen nach und korrigiere vielleicht das eine oder andere. Gut. Da sitzt du dann und schaust hinaus, während die anderen schlafen. Auf was würfeln wir denn an Wert, wenn wir deine Wahrnehmung herausfordern wollen? Wenn du meine Wahrnehmung herausfordern willst, da habe ich eins und das ist auf 10. Auf 10 also. Klack, 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 klack. Du schaust immer mal wieder auf von deinem Buch, aber du bist auch zufrieden damit, wie du dich wach hältst. Das ist die Übung davon, lange auf Prüfungen gelernt zu haben und dabei auch durchaus Nächte durchgelernt zu haben. Und du hast auch immer noch den Instinkt dafür, am Abbrennen dem langsam der Kerze festzustellen, wie spät es ist. Ja. Vor allen Dingen, wenn das Ganze nicht sein muss. Selinde. Ja. Du wirst wach von einem leisen Kratzen, von einem... Wo kommt das Kratzen her? Von der Tür oder vom Fenster? Aus dem Fenster. Guck ich mal, was das sein könnte. Du machst einen vagen Schatten aus. Das könnte auch einfach, du bist dir nicht sicher, sind da Bäume vor dem Gasthaus gewesen, die möglicherweise mit den Ästen über die Fenster kratzen? Oder... ist das rein theoretisch unmöglich. Du kennst das ja durchaus auch, dass man sich manchmal vor Dingen erschreckt und glaubt, Gestalten dort zu sehen, wo gar keine sind. Auf jeden Fall ist ein tieferer Schatten vor dem Hintergrund des nächtlichen Dorfes, der sich vor deinem Fenster ein bisschen schwankend hin und her bewegt. Und dann wieder ein... Und etwas wie ein Ast oder eine Hand... aber vermutlich ein Ast streift mit einem leisen Knarzen über die kleinen, runden Glasscheiben in deinem Fenster. Jetzt weiß ich, warum sie das Zimmer nicht vermietet hatten. Das ist ja... nervig. Wie lange habe ich wohl schon geschlafen? Vielleicht 1-2 Stunden. Das könnte heißen, dass irgendwann demnächst tatsächlich Nandurio seine Wache beendet. Das heißt, er sitzt im Flur rum, ne? Okay, dann müsste ich ja eigentlich niemanden wecken, wenn ich mal kurz die Tür aufmache. Jetzt, wo ich eh schon wach bin. Und aufstehst und heute ist das abgetan, als das sind vermutlich nur Zweige und dergleichen. Siehst du wieder eine Bewegung aus deinem Augenwinkel? Und als du hinschaust, siehst du zwei große, von innen heraus ganz schwache leuchtende Augen, die sich von außen an deine Scheibe pressen und Hände rechts. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube, ich gehe lieber aus dem Zimmer. Du eilst aus dem Zimmer und hörst hinter dir das Klackern und Kratzen von Fingernägeln auf den Fensterscheiben und den Verbindungen dazwischen. Ich glaube, ich reiß einfach was, mal die... Was, ein Schrei? Ich renn in den Flur. In meinem Zimmer ist was Seltsames. Hattest du Albträume oder was? Nein, komm, bitte. Wach ich sofort auf oder muss ich einen Schicksalspunkt ausgeben dafür?
Wir können entweder auf deine Wahrnehmung würfeln oder du kannst einen Schicksalspunkt ausgeben. Ich gebe direkt einen Schicksalspunkt auf. Dann bist du sicher wach, als du die Stimme deiner Schwester hörst, die auf einmal sehr hell ist. Ich habe Wahrnehmung 11. Rettet mich. Du möchtest auf Wahrnehmung würfeln? Gut. 12. Du schläfst weiter. Du träumst davon, dass jemand schreit und dann wirst du wach. Mit der Ausgabe des Schicksalspunktes. Komm her. Ja, dann könnt euch jetzt alle im schaue treffen. Ich doch mal nach, was das hysterische Kind denn so hat. Du schaust gut, nach. Im Nachthemd, aber mit Schwert. Im Nachthemd, aber mit Schwert draußen. Wie schaust du aus? Wie verhältst du dich, Selene? Ich glaube, ich habe irgendwie so große Augen und so. Und bin auch irgendwie sehr bleich. Ich denke mir so. Du hast ja gar keine Farbe im Gesicht. Was ist denn los gewesen? Seli, was ist passiert? Da war irgendwas mit großen Augen vor meinem Fenster und die haben geleuchtet und ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich mir das eingebildet habe. Ich war ziemlich wach. Hier oben im ersten Stock? Könnt ihr mal gucken, ob da irgendwas ist? Fenster und stoß das auf, um dann mal rauszugucken, was da so los ist. Dann würfeln wir nochmal auf deine Wahrnehmung, die jetzt hier im Betrieb wir müssen. Und du siehst tatsächlich noch eine Gestalt, gebückt, mit relativ langen Armen und dürren Beinen, die eilig von dem Gebäude aus wegläuft. Da ist jemand. Nach rechts um das Gebäude herum. Hier, rechte Hand ums Gebäude rum. Ich lauf unten raus und geh andersrum. Ich lauf sofort raus und versuch den abzufangen. Wie hoch ist es von hier? Ihr seid im ersten Stock, das heißt, ihr seid so 3 Schritt jetzt über dem Grund. Okay, das heißt, wenn ich mich aus dem Fenster raus, nicht springe, sondern rausbewege, mich am Fenstersims runterhangel, dann habe ich nur noch ungefähr 1,5 Schritt, die ich dann fallen würde. Ja, ich würde dir eine sehr leichte Kletternprobe machen. Dann machen wir das doch einfach mal. Weil ich... Klettern hast du normalerweise? Kletter habe ich normalerweise gar nicht, das heißt, wir gehen auf Gewandtheit, ne? Mhm. Die 8. Die 8 ist aber erleichtert und deswegen mit einer 10 tatsächlich geschafft. Du kannst dich damit von aus dem Fenster heraus runterlassen und zu Boden fallen lassen. Deine Du hast ja Wache gehalten, das heißt, du bist nicht im Nachthemd unterwegs, sondern tatsächlich mit den Stiefeln unten mit einem leisen Plock aufkommen auf dem festgetretenen Boden vor dem Haus und kannst in die Nacht hinein laufen. Gerade kannst du die Gestalt nicht mehr ausmachen, die du eben noch dort in der Dunkelheit hasten sehen. Ja, ich bin so ein bisschen unsicher, weil ich das natürlich abgetan habe und mich jetzt etwas ertappt fühle, von wegen, ja, vielleicht sollte man doch ein bisschen mehr glauben, als man selber denkt. Und versuche hinterher zu hasten, weil ich einfach wissen möchte, was da los ist. Ob da irgendjemand einen bösen Streich spielt, denn so kommt es mir bisher vor. Mhm. Du läufst da hinterher? Ziehe schon mal meinen Dolch. Den Stab habe ich wahrscheinlich irgendwo in meinem Zimmer gelassen. Ich würde nicht mit dem Kampfstab auf dem Flur rumrennen. Mhm. Genau. Sieh aber den Kannst Dolch. Kannst noch 1-2 Mal Bewegung ausmachen in den immer schlechter beleuchteten Bereichen zwischen den Häusern? Das sind nicht mal wirklich jetzt hier Straßen oder Gassen oder so etwas. Das ist einfach da, wo zwischen den Gebäuden keine Bebauung ist. Hin und wieder musst du über einen niedrigen Zaun hüpfen, der offensichtlich den Hühnerhof von dem Hühnerhof von jemand anders trennen soll. Bis du dann in einen Bereich kommst, wo kleinere Karten und Häuschen und Hütten sich aneinander lehnen und dich umschaust. Ein bisschen nicht wirklich außer Atem. Du bist ja nicht einer von den Gelehrten, die immer nur sitzen. Aber doch trotzdem etwas irritiert. Und mit einem tiefen Atemzug schaust du dich um. Und kannst noch tatsächlich eine letzte Bewegung irgendwie ausfindig machen. Und ein Knarzen von einem Fenster, das sich bewegt. Oder von einem Riegel, der umgelegt wird. Irgendwie Holz, das auf Holz schabt. Okay, dann mal hingeschaut und in die Richtung. Also wenn die Bewegung auch mit dem Geräusch übereinstimmt, dann würde ich mich mal vielleicht jetzt ein bisschen leiser auf dem Weg dahin machen. Ich weiß nicht, ob derjenige gewahr war, dass ich ihm gefolgt bin. Ich bin nicht eigentlich inzwischen auch unten, oder? Ja, du bist auch unten. Gut, Mandorio, was wo? Da hinten hat doch irgendwie, hab ich noch was gesehen? Holz geknarrt, vielleicht ist er in die Tür verschwunden und hat hinter sich zugeschlossen. Haus der Witwe zufällig? Ihr wisst nicht, welches davon jetzt welches sein sollte. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Es ist tatsächlich eine kleine Karte, ein bisschen windschief, am Rand des Dorfes, von der du glaubst, dass das Geräusch und die Bewegung herkamen.
Ja, dann nähern wir uns vorsichtig, oder nähe ich mich vorsichtig der Karte, und ist drin Licht zu sehen? Nein, tatsächlich nicht. Es ist dunkel im Inneren. Ja, dann zur Tür. Klopfst du vorne, kurz, ich gehe hinten rum? Kurz lauschen, sehr gute Idee. Zähle bis 10, bis ich glaube, dass Falk einmal um die Hütte rumgeht. Und klopfe dann ziemlich energisch vorne an die Tür. Mhm. Im Namen Hesinde, öffnet! Sehr stille im Inneren. Keine Reaktion von irgendjemandem. Dann klopfe ich noch mal etwas lauter an. Diesmal nehme ich den, damit ich mir die Knöchel nicht aufschabe, den Knauf des Dolchs, damit man das auch wirklich hört. Es gibt ein lautes Pochen. Und dann hörst du ein Schlurfen. Du hörst ein Murmeln und die Tür öffnet sich sehr langsam. Und auf der anderen Seite steht, du hast ihn nur ganz kurz gesehen, als er einmal reingespäht hat. Durch die Tür in die Schenke. Das müsste Injan sein. Der euch da entgegensieht. Etwas verwirrt. Seid ihr Injan? Injan. Und schnaufend und mühselig versucht er einen Schritt nach vorne zu machen, aber scheint daran fast schon zu scheitern. Okay, da der offensichtlich keine Bedrohung für mich ist, gehe ich mal einen Schritt auf ihn zu, nimm seinen Kopf in beide Hände, gucke ihm in die Augen, riech mal an seinem Atem, schau, ob er Schlaf in den Augen hat. Er hat geschlafen, da bist du dir ziemlich sicher. Und er riecht auch durchaus nach Alkohol. Aber nicht so sehr, würdest du sagen, dass es verdient hätte, dass er so desorientiert gerade ist. Seine Augen gehen auch nicht ganz auf, sie sind so auf Halbmast. Und er ist ausgesprochen bleich. Und dass du seinen Kopf, der wehrt sich auch nicht, so ein bisschen hin und her wiegst, kannst du auch mit deinen unteren Fingern spüren, dass sein Puls sehr schnell geht, aber auch sehr schwach. Hm. Gut, der Mann spielt uns einen Streich. Ein Streich, ich schwöre. War was... am Fenster, an meinem Scherbeck. Macht Gesten und versucht offensichtlich nach dem Wort Verschlag. Und hat den Riegel und das hat sich bewegt. Der war ein langer, dünner Finger, aber es ist. Es hat mich angestarrt aus der Nacht wie die Witwe. Wie die Witwe? Er lehnt sich jetzt vorne nach vorne gegen dich. Mit seiner dürren Gestalt und atmet dich mit seinem Atem von Alkohol und Knoblauch an. Es war das Ding, was bei der Witwe auch war. Und er hat mich angesehen. Ein Geschmack, als würde es essen oder sich freuen. Ist ja so ganz widerlich. Okay, gut, dann... Er rutscht langsam so ein bisschen haltlos an die heran. Ja, warte. So, dann hebe ich ihn ein bisschen hoch, lehne ihn gegen die Tür und Falk, wir sollten mal reingucken. Ich bin auf der anderen Seite der Hütte. Falk! Falk ist auf der anderen Seite der Hütte, Sekunde. Hat die Hütte den Hintereingang oder ist das die einzige Tür? Nee, die Hütte hat keinen Hintereingang. Die ist ziemlich simpel, ja, gut. Wenn nicht sogar ein wenig ärmlich erbaut. Landurio? Hat keine von den schönen Butzenglasfenstern, die die reicheren Häuser und die Taverne haben, sondern einfach nur Holzverschläge, die geschlossen wurden. Und einer davon ist offen und gibt ein leise knarrendes Geräusch von sich in einem leichten Wind. Gut, dann komme ich nach vorne wieder. Genau, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Wir müssen mal in die Hütte reingucken. Das ist die Hütte von dem Indian, von dem alten Zause. Fühlst du dich gut? Der hat so ein kleines Bänkchen vor seiner Hütte und der lässt sich schwer darauf fallen. Gar nicht gut, nein, gar nicht gut. Irgendwas ist hier ganz im Argen. Also das ist. Hast du irgendwo einen Krug Wasser? Eimer.
Ja, du suchst danach so zu. Wer ist tatsächlich, er hat zumindest einen Eimer mit frischem Wasser gefüllt, offensichtlich. Das hatten wir schon. Komm mit in die Hütte. Dann gehe ich mal in die Hütte rein. Ja, wahrscheinlich ist das ziemlich stockdunkel da drin. Es gibt ein das einzige Licht, was ein bisschen euch hilft, sich zu orientieren, ist das von einer kleinen Feuerstelle, auf der er offensichtlich kocht. Und ansonsten ist da kaum was drin, außer einem einfachen Bett und einer einzelnen kleinen Truhe, die mit mehr oder weniger einfach Bindfäden verknotet und zusammengehalten wird. Ja, wo bleibt denn der Margus? In dem Moment kommen Tamariel und Selinde durch die Tür der Hütte, nehme ich an. Auch barfuß und nackt. Also wenn ihr auch noch da hineinkommt, dann wird's voll, aber ihr könnt euch in die Tür stellen. Also darauf hin, dass ich mir auf jeden Fall irgendwas weißen Umhang oder so umgeworfen habe. Eine gut erzogene junge Dame geht nicht im nachts auf die Straße. Ich hingegen habe meinen Magierstab in der Hand, den Hut auf dem Kopf und, naja. Ein Nachthemd. Nachthemd. Robe ist Robe. Alles Wichtige dabei. Sieht aus wie vorher. Plus weißer. Und dann mache ich Licht. Eine weiße Frau! Selinde, entschuldigt. Ja. Mit einem leisen, gemurmelten Wort und dem Heben des Stabs, der auf einmal Licht verströmt, könnt ihr ein paar mehr Details ausmachen. Die Dielen sind abgewetzt, offensichtlich läuft ja viel hier auf und ab. Das Fenster, das einzelne, das ein bisschen frische Luft rein lassen kann, steht halb offen und knarzt. Und er hat ein paar unfertige, nicht besonders gute Schnitzereien, die er auf einem kleinen Brettchen abgestellt hat. Aber das ist alles. Und unter der Decke hängt auch nur der übliche Knoblauch, oder? Da hängen tatsächlich ein paar Reihen von Knoblauch. Nicht der beste. Ja, es gibt klare Abstufungen von Qualität, was Knoblauch angeht. Wir haben sie alle kennengelernt. Ja, hier ist und nichts. Am Fensterriegel oder am Fenster ist da irgendwie was zu erkennen? Du kannst da genauer hinschauen. Du siehst, dass da zumindest tiefe Kratzspuren sind an dem Riegel. Als habe jemand mit einem scharfen Gegenstand von außen versucht, diesen Riegel aufzukratzen. Und offensichtlich ist das der Person hier auch gelungen. Oder der Wesenheit. Ja. Ich bin mir sicher, dass ich einen Schatten gesehen habe, der hier irgendwie verschwunden ist. Und dann habe ich Holzknarren hören. Also, habe ich auch gehört an meinem Fenster. Sind Fußspuren vor dem Fenster? Ich geh mal wieder raus. Hier drin ist ja... Du gehst wieder raus. Draußen ist die Luft auch besser, hier drin riecht es tatsächlich etwas muffig. Und du gehst, Moment, hier hin, wo meine Lampe leuchtet. Richtig. Auf die andere Seite. Und schaust dich um. Deine Wahrnehmung war nochmal? 7. Du kannst dich gerade eben noch davon abhalten, selber draufzutreten, aber dann siehst du, dass da Spuren sind, die in dem weicheren Boden hinterlassen wurden. Es ist fast ein bisschen Glück, dass diese Hütte so schlecht gebaut ist und dass sich hier ein bisschen Wasser in einer Pfütze gesammelt hat, die den Boden aufgeweicht hat, sodass du sehen kannst, dass hier jemand mit schmalen Füßen und langen Zehen in diesem Schlamm gestanden hat. Lange genug, dass die Füße eingesunken sind und dann ist die Person offensichtlich weitergeeilt. Dann rufe ich in durchs Fenster rein. Hier sind Fußspuren. Ja, in Fährtensuche bin ich übrigens sogar besser als in Wahrnehmung. Die Fenster aufgestoßen und dann von drinnen mal rausgeguckt. Tamariel, das Licht! Tamariel kommt mit seinem Magierstab um die Ecke und leuchtet euch. Jetzt ist es auch. Schmeißt den Würfel in den Limbus. Ja, und schmeißt den Würfel ins Nichts. Und jetzt, wo Tamariel da steht und vor allen Dingen, wo auch euch gewiesen wird, weil Falk ja schon die Spuren entdeckt hat und zeigen kann, können eure anderen auch ausmachen, was dort diese Fußabdrücke sind. Wo laufen die hin? Also so und die Zehen. Muss ein sehr dürrer Mensch sein oder mit der. Ich weiß nicht, ich schlüpfe mal kurz aus meinem Pantoffel und halt das daneben. Wie sieht das im Vergleich zu, ich sag jetzt mal, Selindes Fuß aus?
Es ist eine, wenn du deinen Kartoffel daneben hältst, der Fuß ist nur minimal länger als deiner, würdest du sagen. Also keine sehr große Person. Das ist doch schon mal. Wir hätten hier ja jemanden, dem wir einfach mal dessen Fußabdruck wir nehmen könnten, um daneben zu stellen. Wir würden auch sehen, ob Schlamm an seinen Füßen ist. Ja, ein guter Punkt. Oder warum Schlamm. Sollte er in sein eigenes Fenster einbrechen? Die Frage stellen wir im zweiten Schritt. Aber wenn dann jemand im Fenster ist, eingebrochen ist, nicht wieder rausgekommen und nur eine Person drin. Es muss jemand sein, der wirklich gut klettern kann. Wenn er, ich meine, mein Zimmer ist auf die Hütte oben drauf. Na, aber mein Zimmer ist nicht im Erdgeschoss. Du schaust auf die Hütte? Ja, weil das ja irgendwie jetzt so bei diesem Klettern mir in den Kopf kommt. Okay. Danke, Falk. Du schaust beunruhigt auf und für einen Moment glaubst du da irgendwas zu sehen, das sich bewegt, aber es sind nur Baumäste oder dergleichen und das Knarzen auch. Dein Stab blendet dich auch ein bisschen. Also du hast eine 16 gewürfelt. Du, ich glaube, da ist nichts, aber du kannst mich ja trotzdem mal hochschieben. Danke, Falk. Was macht der denn jetzt? Und Falk, sieh nach unten, während du das tust. Wieso mache ich das eigentlich? Und dann gucke ich mal aufs Hüttendach. Du wirst tatsächlich auf das Hüttendach gestemmt. Und als du da oben ankommst und dich aufrichtest, siehst du eine einzelne, kleine, relativ gedrungene Gestalt, die sich am anderen Ende verborgen hat oder versteckt hat, in dem ganzen Kuscht und den Zweigen hier dergleichen und deren eins, zwei leuchtenden Augen sich jetzt auf dich richten. Wow, dann möchte ich mal auf Willmunition oder wie das heißt. Willenskraft. Wenn ich von Tamaray irgendeinen Ausruf höre, versuche ich natürlich auch hinterher zu klettern. Sowas wie das ist zu hören. Schon außer Atem? Also, erstmal. Ja, gehen wir doch mal. Möchtest du, wenn du etwas unternehmen wollt und dergleichen, dann würde ich jetzt in die Initiative gehen, wenn das allen recht ist. Also ja. Für die, die gerade unten oder die oben sind? Ich glaube nur, ich bin unten. Oben. Also du bist als Einzige gerade oben. Na, ja. Also. Genau. Ich möchte erstmal feststellen, ob ich mich zu Tode erschrecke. Habe, ja, genau, dir einen Wert zu nennen. Willenskraft 9. Willenskraft 9 hast du. Dann werfen wir einen weiteren Würfel in den Limbus. Also aktuell ist es wohl, dass dir das Eis... dass das Blut eisig in den Adern stehen bleibt und du für einen Moment erstmal nichts tun kannst, außer mit einem in Richtung der Gestalt zu zeigen, die sich da gerade aus den Farnen und dem Moos aufrichtet, die auf der Hütte wachsen. Ja. Wenn du das akzeptierst, dann ist das so. Gut. So ist es. Wer wäre dann jetzt als erstes dran? Wie war die Reihenfolge? Ich glaube, Initiative oder? Ja. Hat irgendwer mehr als 9? Stille? Offensichtlich nicht. Gut. Dann klettere ich erstmal hoch. Dann, was hast du in Klettern? Das hat ein... Klettern habe ich 12. Dann schaffst du es tatsächlich ohne große Probleme hinauf. Diese etwas baufällige Hütte bringt halt auch genügend Möglichkeiten, sich festzuhalten und hochzustemmen. Ich behaupte einfach mal, ich habe einen Waffengürtel mitgenommen, weil das ja irgendwie Sinn... Das macht Sinn. Ansonsten schmeißt du halt dein Schwert vorne weg und kletterst hinterher. Ja. Du kommst auf jeden Fall mit deiner Waffe oben an. Ja. Davon können wir ausgehen. Und du siehst dieses Ding auch, was sich da hinten zusammenhockt. Und nur langsam jetzt halt eben aufrichtet und mit sanft glühenden Augen in eure Richtung schaut und von sich gibt. Ist der Falk jetzt auch hochgeklettert oder was? Ja, der Falk ist jetzt auch hochgeklettert. Was? Na du bleibst aber bei mir, oder? Ja, was soll ich da oben? Als nächstes brecht er nicht durch. Ist auch die Kreatur dran und die springt einfach hinten tatsächlich vom Dach, landet neben dem Tagelöhner, der dort sitzt und starrt ihn an mit einem durchdringenden Blick. Er ignoriert dabei tatsächlich auch
Die Selinde, die tatsächlich mehr oder weniger noch daneben steht, öffnet ihren Mund und gibt ein von sich. Und ihr habt das Gefühl, einen kurzen Faden, einen Glühen zu sehen, dass sein Mund und den von dem Tagelöhner verbindet, der dort sitzt, der zuckt zusammen, richtet sich auf und sinkt dann langsam in sich zusammen. Moment, wer, der Tagelöhner oder? Der Tagelöhner. Was? Ich würde mich dann mal zum Tagelöhner vielleicht runterbeugen. Ist das Ding irgendwie... Was macht das Ding? Ist es weg? Das Ding, nee, das steht immer noch in... Das war das Ende sozusagen seiner Aktion. Das steht also noch über dem sich zu Boden geleitenden Tagelöhner. Mit weit aufgerissenem Mund und streicht sich mit den Fingern so übers Gesicht, als würde es Bratensoße vom Kinn wischen. Ugh. Lecker. Also, was tust du? Lass mich kurz überlegen, wie mutig Selinde ist. Nee, ich glaube nicht so mutig. Wahnsinnig mutig. Witzel, ja, okay. Ich habe ja keine Waffe dabei. Ich meine, was soll ich machen? Ihm die Faust ins Gesicht schlagen? Das ist eine Möglichkeit. Oder du könntest versuchen, den hilflosen Mann von dem Ding wegzuzerren, nach Hilfe rufen, weglaufen. Ich überlege gerade, irgendwas nach ihm werfen. Ja, ich überlege halt gerade, ob jetzt gerade sich runter zu jemandem zu beugen eine gute Idee ist, wenn daneben dieses Viech steht. Deswegen. Ich werde auf jeden Fall erstmal rufen, so: Hilfe, es ist hier unten! Was? Bringt mich auf den Plan, der total unwissend in dem Hütte ist und noch irgendwelche Spuren sucht. Wie? Und dann eile ich mal zur Tür raus. Genau, nicht du eilst zur Tür raus, du siehst Selinde, die von dem Geschehen zurückweicht, deutet und um Hilfe geschrien hat und sie zeigt in Richtung von so einer dürren Gestalt mit Resten von Kleidung, ziemlich abgewetzten, ohne Schuhe und nur mit einer Hose und einem kaputten Hemd angetan, die sich die eine Hand ausgestreckt hat und mit der anderen sich durchs Gesicht wischt und den Tagelöhner bewusstlos am Boden liegen. Okay, dann offenkundig ja beschriebenes Wesen, Personen, sowohl von dem Tagelöhner als auch von Selinde, wie sie es vor ihrem Fenster beschrieben hat. Und alles andere als irgendwie mir bekannt. Nein, du... Was immer das ist, ist nichts Gutes, nach dem, was wir gesehen haben. In solchen Fällen hat es sich immer als hilfreich erwiesen, doch meine Herren Hesinde anzurufen. Mhm. Unwesen! Weiche! Verschwinde! Rufe ich erstmal laut in die Richtung, tatsächlich auch ohne großes Stoßgebiet, weil mir das gar nicht in den Sinn kam. Ich bin so blockiert. Was mir einfällt, ist dabei vielleicht noch den Dolch zu ziehen. Du ziehst den Dolch und du spürst tatsächlich, dass das Gefühl von einer Wärme und einer Ruhe, die von deinem Herz aus durchfließt. Und das Ding weicht tatsächlich einen halben Schritt von dir zurück, mit aufleuchtenden Augen, die es weit aufreißt und gibt ein leises Zischen von sich, als du den geweihten Dolch in seine Richtung hältst. Mhm. Okay, dann weiß ich, was ich demnächst tun werde. Was macht denn unser freundlicher Magier, um wieder am Beginn der Runde anzufangen, der die letzte Runde sich nicht hat zusammenreißen können, um zu halten? Genau. Ich habe mich kurz gesammelt, war etwas versteinert, habe gesehen, es ist runtergehüpft, dann kam der Ruf von Selinde, also leider ohne viel nachzudenken, sprinte ich über das ziemlich klapprige Dach, um da runterzuspringen. Ich würde einfach mal Körperbeherrschung verlangen dafür, damit das alles glatt geht. Auf ihm zu landen, versuch auf ihm zu landen! Sechs vielleicht. Mit einer 7 kommst du unten auf, landest auf der Bank, die kippelt und du mit rudernden Armen landest du ein Stückchen weiter davor, beinahe auf dem am Boden liegenden Tagelöhner und direkt vor der Kreatur, aber hast keine zweite Aktion mehr, weil die dafür draufgegangen ist, nicht mit der Bank gleichzeitig dir auch noch den Knöchel zu brechen. Damit hast du nicht gerechnet, du Biest. Du stehst vor dem Ding, das zischt dich an, verzieht seinen Mund, lässt den Blick einmal über die Gruppe schweifen, rüber zu Selinde, und wischt sich mit einem Finger nochmal über die Lippe und dann dreht es sich um und rennt in die Nacht hinaus. Mit bemerkenswerter Geschwindigkeit. War ich nicht vorhin dran? Verdammt. Das böse Viech ist immer dran, nachdem ein Spieler nimmt, tätigt eine Aktion, dann sind Meisterpersonen drin, dann sind die Spieler dran. Verdammt.
kannst natürlich hinterherrennen. Ja, ich würde noch mit Anlauf runterspringen und versuchen, hinterher zu laufen. Auch für dich eine Körperbeherrschung. Ja. Gegen 11. Du rennst, springst mit flatterndem Nachtgewand, das Schwert gehoben, sodass du dich selber nicht verletzen kannst und landest tatsächlich mit einem gewagten Sprung barfuß auf dem Rücken der Kreatur und drückst sie zu Boden, zu deiner eigenen vollkommenen Überraschung. Und da stehst du dann jetzt, unter dir windet sich das Ding wie ein Aal und rutscht unter deinen Füßen im Schlamm weg, zischend und versucht mit seinen dünnen Fingern nach deinem Knöchel zu greifen. Und das ist mein Bruder! Mein was? Bruder! Nicht lange überlegen. Ich vermute, ich habe eher den Schwertknauf in der Hand, deswegen versuche ich das Ding erstmal irgendwie bewusstlos zu schlagen. Weil wir ja eventuell genau wissen wollen, was das ist. Aber Was ist deine normale Attacke? Waffenlos oder Schwerte? Mit Schwertern natürlich, du schlägst 16. Ja mit Schwert zu. 16. Tatsächlich, du schlägst zu, das Schwert zuckt herab und bohrt sich tief. Er schlägt sich tief in die Schulter und du hörst jetzt auch das Knacken von den Knochen dort. Und das Ding schaut auf seine Schulter, schaut dich an, es kommt kein Blut hervor und dann lacht es. Noch sitze ich auf ihm drauf. Ja, noch stehst du halb auf ihm drauf. Also mit einem Fuß auf seinem Rücken, während es sich unter dir windet und zu dir hochschaut. Und mit einem im Schlamm. Dann. Was bist du? Als nächstes ist Selinde dran. Ja. Dein Bruder hat bemerkenswerte Talente. Davon wusstest du nichts. Ich bin sehr stolz. Ich würde sagen, ich renne da mal hin, um ihm zu helfen. Mhm. Wenn er da irgendwie so draufhängt, keine Ahnung, vielleicht kann man dem Vieh die Hände festhalten oder Beine oder was auch immer man zu erwischen kriegt. So. Mhm. Dann, du kannst ja mal einen waffenlosen Angriff machen, aber sehr stark erleichtert dafür, einfach um das Ding packen zu kriegen. Es ist mit Schlamm eingeschmiert und hat dürre Gliedmaßen, die wild um sich schlagen. Okay, wie viel ist es erleichtert? Um 4 erleichtert. Okay. Reicht das mit einer 13? Ja. Tatsächlich, du bekommst einen Fuß zu packen und kannst den gerade ziehen, worauf das Ding im Schlamm ein Stückchen in deine Richtung rutscht. Dein Bruder rudert kurz mit den Armen, hält dann aber das Gleichgewicht und steht über ihm. Dann bleibt noch der Drakoniter. Ja, ich habe ja gemerkt, dass ihm irgendwie die unbewusste Energie meines geweihten Dolches Angst gemacht hat oder zumindest beeindruckt hat. Gehe jetzt schnellen Schrittes mit gestrecktem Dolch auf ihn zeigend, auf ihn zu, kontempliere, rufe meine Herrengesinde an und sage ihm: Du Unwesen, weiche im Namen meiner Herren Hirsinde, sollst du keinem Menschen mehr ein Haar krümmen. Würde dann tatsächlich versuchen, ihn mit diesem Dolch zu attackieren. Mhm. Gut, dann machen wir das mal schnell. Das wäre bei einer 11 so. Mit einer 7 hast du das tatsächlich geschafft? Ja. Das heißt, du musst ein bisschen in die Hocke gehen dabei. Inzwischen habt ihr einen kleinen Kreis oder Halbkreis um die Kreatur gebildet. Oh, jeder hält sie fest. Um zuzustechen. Und deine Waffe fährt tatsächlich auch ohne großen Widerstand in den Körper des Wesens hinein. So als wäre seine Haut nur irgendwie papierdünn. Mhm. Und das Ding gibt tatsächlich ein grelles Kreischen von sich. Und dreht sich um dir entgegenzuzischen. Wir fangen die Runde wieder damit an, dass tatsächlich der Magus beginnt. Ich drehe mich um zu dem Ingyam und beginne einen Zauber. Nein, ich spreche einen Zauber. Balsam seiner Wunde, heile Wunde. Mhm. Du. Wir können das mal eben. Auf was würfelst du für den Balsam? 10. 18. Du bist immer noch zu erschüttert. Die Magie entgleitet dir. Aber du kannst doch keine Wunden am Körper des Mannes sehen. Der ist nicht verletzt. Der liegt nur da und atmet nicht mehr. Und seine Augen, die sehr weit sind, zwinkern nur noch sehr, sehr langsam und rollen sehr langsam in ihren Höhlen hin und her, als er versucht, sich auf dich zu fokussieren, wenn du dich über ihn neigst. Verdammt. Gut. Damit bin ich eine Weile beschäftigt. Das Ding
versucht, sich loszureißen von euch und bockt regelrecht wie ein wütendes Pferd unter euch auf und versucht, sich zu befreien aus dem Griff. Das gelingt ihm aber tatsächlich nicht. Und dann streckt es alle Viere von sich und liegt im Schlamm und schaut zu euch hoch mit verdrehtem Nacken. Was tust du daraufhin, Falk? Wenn er sich wirklich nicht mehr so richtig bewegt, dann setze ich einfach nur mein Schwert an und pinne ihn auf den Boden, aber steche ihn noch nicht zu. Mhm. Das mal kein Ende machen. Kein vernichten. Kein. Was bist du? Hungrig ist er. Er will doch nur essen. Und sie sieht so lecker aus. Er schaut rüber zu Selinde. Die Augen haben immer noch so ein schwaches Glühen von innen heraus. Nandurio, was ist das für ein Ding? Ich habe keine Ahnung tatsächlich. Und ich würde auch da groß nicht weiter drauf eingehen. Sehe ich das richtig? Er liegt auf dem Bauch. Der Kopf ist verdreht. Guckt uns an. In der Schulter ist eine relativ große Schwertwunde klaffend, die nicht blutet. Mein Dolch steckt noch in seinem Körper. Du kannst sogar in dem Moment beobachten, wie die Schwertwunde langsam sich wieder schließt. Okay. Dann würde ich, habe ich bestimmt mal gehört, einfach anfangen, einen Exorzismus zu rezitieren, während meine Klinge noch in seinem Körper ist. Aber was ist das? Was macht er? Zischt das Ding. Was macht? Warum? Was für Worte sind das? Und versucht sich jetzt wieder wegzuwinden. Wir haben keine Ahnung, was das eigentlich ist, außer dass es nicht mehr menschlich ist und definitiv unheilig. Es ist definitiv nicht mehr menschlich. Es kommt keine Wirkung raus? Also aus dem Exorzismus? Dann atmen. Wäre das mit einer 15 realistisch? Wahrscheinlich nicht. Falk, schlag ihm den Kopf ab! Ich wollte gerade sagen, dann atme ich erstmal tief durch und überlege, dass es das Göttergefällige ist, es zu tun und treibe nicht, das Schwert. Nicht! Es will doch nur essen! Es ist! Du hebst treibe das Schwert. Schwert einmal quer durch den. Durch den Hals. Ja. Und es endet mit: Es ist doch nur das Erste! Dann. Sehr gut, Falk. Liegt die Leiche da? Du. Setz noch einmal nach, der Kopf ist abgetrennt. Bewegt es sich wirklich nicht mehr? Die Augen schauen in deine Richtung. Das ist, glaube ich, mal los. Dann wische ich jetzt erstmal die Klinge am hohen Gras ab und mache einen Schritt zurück. Tamaril, wir brauchen Feuer! Es ist. Ja, ich komme sofort! Es redet der noch! Erste. Nur der Anfang. Und dann gibt es auf einmal ein Geräusch, wie von Wind, der durch Blätter weht. Und mit einem Knistern zerfällt der ganze Körper in einen grauen Staub und sinkt zu Boden. Es sind nur noch halb verrottete Knochen übrig und ein schleimiger Rückstand auf diesen Knochen, der sich mit dem Schleim auf dem Boden und dem Schlamm verbindet. Boah. Was macht eigentlich unser Dorfbewohner? Was in drei namenlosen Namen war das? Das ist ja nur noch Knochen hier. Was habt ihr denn mit dem gemacht? Wie geht's denn unserem... Ich habe versucht, einen Heilzauber zu sprechen, aber irgendwie ist es nicht gelungen und ich weiß nicht. So für mich sieht das aus, als ob er auf der Schwelle zu Borons Reich wandelt. Wenn ihr ihn jetzt... Guck mal nach ihm. Ich meine, an dem Staubding muss ich ja eh nichts mehr festhalten. Nein. Dir geht's gut? Es ist ziemlich schnell offensichtlich, als du dich über ihn neigst, in seinem Mund und Nase lauscht und dann nach seinem Puls tastest. In dem ist kein Leben mehr. Dessen Seele ist schon auf dem Weg zu Boron. Das Reich der Toten. Offensichtlich hat dieses Ding ihm das Leben ausgesaugt.
Aber wie? Aber er sieht jetzt nicht irgendwie blutleer aus oder sowas. Er sieht zumindest sehr blass aus. Ja, ausgesprochen blass. Der Drakoniter kann gerne mal über nachsinnen. Götter und Sagen zum Beispiel. Ja, sind bei 14. Davon verstehe ich nichts, aber ich hole von drinnen eine Decke. Es hat vielleicht ein paar vage Ähnlichkeiten mit Geschichten. Eine 18 wurde gewürfelt. Na, da ist doch ein Schicksalspunkt fällig. Also das. Ja. Nachtmare oder Nachtalben oder Alp. Es gibt Geschichten davon, dass es Wesenheiten gibt, die sich von Lebenskraft ernähren. Aber meistens spricht man davon, dass ein solcher Vampir das Blut seiner Opfer trinkt. Dass er nur mit einem Blick und mit einem Atemzug in das Leben entreißen kann, ist ungewöhnlich. Aber die Reaktion der Kreatur darauf, auf seine heilige Waffe, ist aber tatsächlich ein Hinweis, dass es sich um so etwas handeln könnte. Denn es heißt, dass Vampire von Natur aus Feinde von Göttern und Götterdienern sind und von ihnen verflucht wurden. Nacht, wie heißt das? Nachtmare oder Nacht. Nachtmare. Wer hat gesagt, dass das Alpen heißen soll? Ja, Albtraum. Ja, Albtraum. Ach, Nachtalp. Nachtmare war, glaube ich, das Wort, was mir in den Sinn kam. Ingia mit in der Decke zu. Was ist hier gerade passiert? Wieso konnte ich ihn nicht heilen? Weil es vielleicht schon zu spät war. Und du kannst ihn ja nur seinen Körper wieder stärken, wenn aber seine Seele schon. Ich musste mir ein paar Notizen machen. Vielleicht hätte es schon eine Möglichkeit gegeben. Bescheid sagen. Aber vielleicht war es auf magische Art und Weise einfach nicht möglich. Oder auf. Was auch immer du für einen Zauber benutzt hast. Ich war ja gerade abgelenkt. Gab es hier im Ort irgendeinen örtlichen Geweihten oder... Ja, Perreine-Schrein hat das. Dorfvorsteher? Ein Schrein heißt ja nicht, dass dann eine Geweihte da ist. Aber wäre eine Möglichkeit, wenn da ein heiliger Gegenstand ist, wie dieser Korb. Könnte doch sein, dass dann Gewalt Aber das haben wir vermutlich gestern in der Taverne nicht erfahren. Naja, es ist ja immer noch dieselbe Nacht. Das lässt sich ja fragen, das ist also ja kein Thema. Aber, also, früher am Tag in der Taverne habt ihr danach nicht gefragt. Nein. Ja. Wer hier das Sagen hat im Ort, ob es einen Schrein gibt, ob es Geweihte gibt vor Ort. Also, ihr wisst von einem Geweihten, das ist Nandurio. Wir wissen von einem Schrein. Nicht sonst noch irgendjemand aufgewacht in den Nachbarhäusern? Ist da irgendwo Licht oder ja, so? Ja, also es gab jetzt ja mehrere Schreie. Ich weiß nicht, ja. Diese Hütte ist ein bisschen weit ab. Irgendwo, wo vielleicht ein Bauernhof draußen ist, hört ihr einen Hund leise bellen. Aber die nächsten Häuser hier, da ist kein Licht angegangen. Es ist weiterhin dunkel. Also kommt niemand und klagt uns an, dass wir hier den armen Menschen umgebracht haben. Sollen wir dann den Wirt aufwecken? Sollten schon irgendjemandem Bescheid geben. Ja. Und das können wir auch morgen früh, aber das macht tatsächlich Sinn. Es ist ein Notfall. Es könnte ja auch noch irgendjemand anders von dem Ding angegriffen worden sein. Von dem Ding liegen jetzt die Knochen da und ein bisschen Schleim. Mhm. Aber das liegt ja noch da, richtig? Ja. Ja. Und irgendwer sollte hier bleiben und darauf achten, dass es auch da liegen bleibt. Ja. Vielleicht auch irgendwas davon sichern? Vielleicht zersetzt es sich ja noch weiter? Wer auch immer. Also, wie auch immer. Jemand muss hier bleiben und das bewachen, während jemand anders losläuft und den Dorfschulzen benachrichtigt. Ich bleibe gerne hier. Ich wollte mir noch ein paar Zeichnungen machen, ein bisschen was aufschreiben und ein paar Skizzen. Das halte ich für sehr wichtig. Ich glaube, ihr versteht davon mehr. Selinde, sollen wir die... Ja, gehen wir. Das heißt, ihr geht zurück zur Taverne und die beiden Gelehrten bleiben da. Da sind ja hoffentlich nicht noch mehr von der Sorte unterwegs. Den Überresten. Wenn, habe ich ja meinen starken Kriegerbruder dabei. Ja, aber naja, gut, die wissen auch, was sie machen. Hauptsache, wir gehen nicht alleine durch die Nacht hier.
Nein. Ich nutze die Gelegenheit und möchte eine Analyse-Arkan-Struktur entblöße die Magien-Natur sprechen auf den Leichnam. Jawohl. Das war eine Enthülle. Das reicht, ja. Ich habe 9. Ja, bei mir schafft man es tatsächlich auch, selbst wenn man einmal den Reim falsch aussagt. Das halte ich nicht für so unglaublich wichtig. Du siehst auf jeden Fall... Das ist einfach nur eine andere Variante des Zaubers. Dein Blick leert sich und du siehst vor deinen Augen das Gespinst von magischen Fäden, das die Welt durchzieht, meistens nur sehr schwach und entfernt. Und viele dieser Gegenden hier gerade in Weiden sind auch ausgesprochen mundan. Aber tatsächlich ist in der Kreatur ein Rest von Magie. Und du würdest sagen, von der Struktur her, dass die Kreatur tatsächlich auch des Zauberwirkens mächtig war. Aber wie diese Fäden angeordnet sind, in ihren verblassenden Farben umeinander verknotet sind und um die zerfallenen Knochen sich herumwinden, das hast du in der Art noch nie gesehen. Das ist ja völlig verwirrend. Also magisch begabt, sage ich jetzt mal schon, aber überhaupt nicht so, wie ich es kenne. Nein, also die klare, geordnete Struktur, die du von Gildenmagiern kennst, die ist nicht vorhanden. Du hast vielleicht auch mal eine Hexe die Gelegenheit gehabt, dir anzuschauen, wie sie Zauber wirkt. Denn das sind ganz andere Strukturen, die sich schnell bündeln und dann eine starke Wirkung entfalten und danach wieder sehr natürliche Formen annehmen. Das hier, das ist etwas ganz anderes. Diese Art von Verknüpfungen und Bändern, die hast du so noch nie wahrgenommen und sie verblassen jetzt auch langsam, während die letzte Lebenskraft und Wärme aus diesem zerfallenen Skelett weicht. Nandorio, ich habe gerade nichts zu schreiben da. Schreib das bitte alles auf. Auf jeden Fall. Und dann erkläre ich dir genau, was ich da gesehen habe. Traditionellen, bekannten Traditionen? Ja. Nein, das ist völlig andere Magie. Also jede neue Information, die hier gerade zutage gefördert wird, lässt mich doch ein bisschen erschrecken, muss ich sagen. Das ist ja, sehr, sehr beunruhigend. Währenddessen schaffen es die Geschwister Grantenhag zurück zur Taverne, wo tatsächlich jetzt auch wieder Licht an ist und die Wirtin in einem mit Blümchen bestickten Nachthemd in der Tür steht. Und als sie euch sieht und näher kommt, auch erleichtert wird: Oh, Travia, sei Dank, ich hatte euch rufen gehört, gute Frau. Ich dachte, irgendwas wäre schon geschehen. Also, ich will ja nicht, so schaut den Halbelfen an, also ich nehme ja nicht an, dass euch jemand zu nahe getreten ist und eure Würde antasten wollte. Ich glaube, Würde wollte er nicht antasten. Aber ihr habt recht, es ist tatsächlich etwas geschehen. Ich muss euch leider mitteilen, dass wie hieß der gute Mann doch nochmal? Ingjan ist tot. Genau. Was, Ingjan ist tot? Ja. Oh, Travia, hilf. Wie? Woher wisst ihr das überhaupt? Was habt ihr denn mit Ingjan zu schaffen? Er wurde angegriffen. Genau, ihr habt ja... Sie schaut auf das schleimige Schwert in deiner Hand. Naja, was ihr gehört habt, sein Angreifer ist ebenfalls tot. Das, ist vielleicht ein Priester hier im Ort? Nein, wenn wir priesterliche Hilfe benötigen, dann gehen wir in einen der Nachbarorte und bitten darum. Und Schwester Grünblatt ist auch für mehrere Orte hier zuständig. Ah. Ich werde dem Dorfschulzen Bescheid sagen und ihn wecken, dass zumindest die Leichen aufgebahrt werden. Ja, dann sollten wir dem Dorfschulzen Bescheid sagen. Ja. Naja, ich würde ja auch dem Freiherr Bescheid sagen, aber der ist nie hier. Der kümmert sich ja nicht darum. Ja, vielleicht sollten wir zum Freiherrn reisen und... Der ist nicht da. Wie, nicht da? Der ist immer auf irgendwelchen Turnieren. Der kümmert sich nicht um die Gegend. Nun, dann wird uns der Dorfschutz. Wer ist denn hier der Gerichtsherr, der Recht spricht? Ja, unser Freiherr. Und wenn er nicht da ist? Müssen wir warten, bis er wiederkommt. Oh, ja. Du kennst es doch von zu Hause, Falk. Ja, aber Vater ist meistens zu Hause.
Aber der ist auch immer beschäftigt. Gute Frau. Ja, aber nicht, wenn ein Mord geschieht. Ja, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Wir wissen ja gar nicht, ob vielleicht noch andere Leute im Dorf angegriffen worden sind. Immerhin wollte der Mörder ja zuerst hier in dem Gasthaus einfallen. Ja, ist... deswegen habe ich ja geschrieben. Ihr hattet gestern berichtet, dass Leute aus dem Dorf verschwunden sind. Wie viele waren das? Drei, vier in den letzten Wochen. Waren sie alleine? Haben sie alleine gewohnt oder hatten sie Familie? Teils hatten sie Familie. Die junge Drina, die ist weggelaufen. Ihre Familie ging davon aus, dass sie eben halt nicht heiraten wollte, wie die Mädchen halt so sind heutzutage. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr vielleicht, wenn sich alles etwas beruhigt hat, also und der Tag wieder angebrochen ist, uns vielleicht sagen könnt, wo diese Menschen wohnen. Vielleicht finden sich ja noch Spuren von dem Angreifer, wenn es der gleiche sein sollte. Dann wüssten wir wenigstens, was mit den Leuten passiert ist. Ob sie wirklich weggelaufen ist oder ob ihr etwas Schlimmes zugestoßen ist. Es wäre sicherlich auch eine Erleichterung für ihre Eltern. Liebliche Schwestern, das wollen wir gar nicht. Wollen wir natürlich nicht. Ich gehe zunächst zum Dorfbüttel und dann alles Weitere morgen. Ja. Sollen wir euch begleiten? Ihr wollt doch jetzt nicht nachts alleine in dieser Situation. Oh, das wäre mir sehr recht, ja. Sie nimmt ihre Lampe, geht mit euch durch das Dorf und pocht dann an die Tür von einem größeren Gebäude, das nicht weit weg ist von der Taverne, bis ein älterer Mann, der gerade eben eine Hose zubindet, mit etwas verschwollenem Gesicht die Tür öffnet. Was? Berthold, diese zwei Fremden hier haben einen Mord beobachtet, sagen sie. Sein Blick schwenkt zu euch rüber, einmal über den Elfen. Die Götter mit euch, werter Herr Berthold. Und mit euch. Wir wurden leider Zeuge, wie eine, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, eine Kreatur den Tagelöhner Ingiam getötet hat. Eine Kreatur. Wenn ihr uns folgt zu seiner Wohnstadt, vielleicht sollten wir es sich am besten zeigen. Ja. Fridjof Gerlind! Er brüllt ins Haus hinein und kurz darauf kommen zwei, ein junger Mann und eine junge Frau, die ihm verdächtig ähnlich sehen, die auch gerade Kleidung anlegen und Knüppel an ihre Gürtel binden und mit denen dann im Schlepptau geht es zurück zu der Hütte. Familie Büttel kommt also mit uns. Und die zwei Jüngeren haben auch zwischen sich jetzt eine Bahre, eine simple, die sie tragen, offensichtlich in Erwartung, dass sie eine Leiche bewegen müssen. Die sind gut vorbereitet, ich bin beeindruckt. Als sie dann ankommen, steht auch der Büttel dann da. Also die zwei Gelehrten, es kommen noch mehr Leute hinzu. Es sind inzwischen die Wirtin mit der Laterne und zwei Leute, die eine Bahre tragen. Und ein untersetzter Mann mit einem Knüppel und natürlich auch die beiden Geschwister Grantenfeld. Haag. Grantenhaag, Entschuldigung. Grantenhaag, die wieder da sind und jetzt um diese kleine, schäbige Hütte herumstehen. Oh Mann. Also, ich dachte ja immer, dass Ingian sich irgendwann totläuft. Aber ich meine, die Frau beugt sich über ihn drüber. Sie ist ja auch keine Wunden oder so. Sie schaut hoch zu den beiden gelehrten Herren mit einem fragenden Blick. Nein, keine Wunden, gute Dame. Es handelt sich hier wohl um eine Form des Vampirismus. Das Wort hatte ich vermieden. Ja, ich finde das nicht. Sie presst die Hände aneinander über dem Herzen und öffnet sie dann zu zwei Flügeln, um das Zeichen von Praios, geflügelten Praios Auge darzustellen als abwehrende Geste. Das nicht ernsthaft. Nun, irgendeine gefährliche Kreatur der Nacht Gute Dame, hat ihn getötet, ernsthaft. Auf magische Weise. So. Mehr wissen wir auch noch nicht. Wir hatten ihn kurz vorher noch gesehen, da wirkte er schon wie abwesend und blutleer und dann sprang diese Kreatur vom Dach und
Es war, als ob sie aus der Entfernung seine Lebenskraft ihm nahm. Gibt es denn über irgendwelche Nachträuber vielleicht hier Legenden in der Gegend oder irgendwie sowas? Der Büttel und seine Kinder sind jetzt damit beschäftigt, die Leiche auf die Bahre zu laden. Die sind ein bisschen damit abgelenkt, während die Wirtin mit euch ein, zwei Schritte zur Seite macht. Der letzte Herrscher auf der Acheburg, von ihm wurde gesagt, dass er durch die Dörfer zieht und den Menschen das Leben aussaugt. So heißt es. Die Acheburg? Die Acheburg. Ja. Ruine? Die verlassene Burg, ja. Das heißt, dass der letzte Herrscher, als ihm sein Recht aberkannt wurde, weil er ein Lästerer und ein bösartiger Mensch war, der sich wieder die Götter gestellt hat und die Menschen in seinem Land ausgebeutet hat. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Ja, dass er dann gesagt hat, wenn die Götter ihn schon nicht achten, dann will er voll und ganz auf sie spucken und dass sie ihn dann mit einem Fluch belegt hätten. Wie lange ist das denn her? Oh, das weiß ich nicht. Lang. Dann also das ist eine von den Geschichten, die anfängt also mit vor langer, langer Geburt Zeit. Quasi. Oh ja, sicher. Diese Kreatur, tut der nicht Kleidung oder? Ja, war relativ. Ja. Die ist nur noch in Fetzen da, die Kleidung. Genau. Das war auch nur eine simple Hose und ein zerrissenes Hemd. Okay, also sind jetzt noch irgendwie Fetzen von Kleidung? Muck? Irgendwas? Anhänger? Oder sowas? Knochen und. Langsam dahin trockener Schleim. Ja. Beziehungsweise, wie sah das? Sah das Ding noch irgendwie vom Gesicht her? Konnte man da irgendwas erkennen? Oder war es einfach unmenschlich? Das schmeckt widerlich übrigens, Nandorio, wenn du das tatsächlich probierst. Gott, was nimmt man nicht in den Mund? Nee. Aber die Kreatur trug jetzt keinen Sieger in den Ring oder so aus einer Art. Nein. Die sah heruntergekommen aus und die Kleidung war aus sehr grobem, einfachem Leinen. So bäuerliche Kleidung. Vielleicht sollten wir uns einfach diese Achenburg, war das aber nicht, ne? Mal ansehen. Die Acheburg. Bei Tageslicht. An den Knochen kann natürlich keiner hier im Dorf erkennen, dass jemand weiter schon länger verschollen ist. Oh nein. Meinst du, ungefähre könnte Größe auch abschätzen und männlich-weibliche Person? Oder war das nicht mehr? Du hattest den Eindruck, als das Ding noch gelebt hat, dass es eher männlich schien. Und es war nicht besonders groß. Okay, nicht besonders groß, die Stimme männlich. Klang eher männlich, oder? Stimme klang nicht mal menschlich. Ja, aber es war jetzt keine besonders hohe Frauenstimme, meine ich damit. Ja, eher und tieferes. Er sprach von erster Stufe, erster Phase, erster Schritt. Daran kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Ich glaube, da war ich zu aufgeregt für. Oder war der Erste oder sowas? Nicht der Einzige, irgendwie sowas. Das müssen wir im Auge behalten. Ich sag ja, wir sollten vielleicht durchaus bei Tageslicht mal diese Burgruine uns ansehen. Ja, die Nacht ist ja sowieso nicht mehr besonders lang. Vielleicht nehmen wir noch jemanden mit. Ein Büttel mit einem Knüppel oder so. Kann nicht schaden. Ja. Zur Acheburg wird sicherlich keiner mitkommen und da reißt die auch nicht nur einen Tag. Das ist nichts, was wir den Dörflern zumuten sollten. Ach so, das ist weiter weg noch so. Ja, zwei Tage, denke ich, müsst ihr da auf jeden Fall reisen. Mhm. Zwei Tage. Weißt du was, das Ding hat doch Fußspuren hinterlassen, oder? Vielleicht sieht man die bei Tageslicht, ja. Ich meine, es kann ja wohl nicht fliegen. Es muss ja irgendwo hier hingelaufen sein. Ja, es kann zumindest sehr gut klettern. Vielleicht, ich meine. Das mit dem Fliegen, da gibt es Geschichten, aber da muss ich nochmal. Nehmen wir doch nicht gleich das Schlimmste an. Nun, aber zumindest haben wir noch die Fußspuren, die vor diesem Fenster sind. Die können wir ja vielleicht irgendwohin zurückverfolgen. Morgen, also. Genau. Das wollt ihr dann am nächsten Tag machen. In ein paar Stunden, wenn es hell wird. Vielleicht schlafen wir nochmal. Wäre das zu viel verlangt? Die Fußspuren können wir wahrscheinlich zurückverfolgen zur Schenke. Oder meinst du die Fußspuren vor dem Fenster? Ja, aber das ist im ersten Stock. So viel zum Fliegen. Natürlich nicht. Ich glaube, er meint das grundsätzlich, um zu schauen, wie es hier in diesen Ort gelangt ist. Ich halte es nicht für unmöglich, dass ein geschicktes Wesen die Wand hochklettern konnte. Immerhin ist es Fachwerk.
Das ist durchaus möglich, natürlich. Ja. Und es ist zumindest eine Spur, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, ich würde aber dann doch dafür stimmen, dass wir uns noch mal kurz hinlegen, sonst gehen wir morgen nirgendwo hin. Ja, und ich würde gerne mich kurz waschen. Ja, das ist doch schon irgendwie ekelhaft, das Ding. Und der Schleim. Ich werde den Rest der Nacht damit verbringen, auf einer der Sitzecken zu sitzen mit einer immer kleiner werdenden Kerze und wie ein Irrer Notizen in mein kleines Vademecum für den wandernden Adepten zu schreiben. Das ist ein Brevier. Vademecum. Es kommt gerade aus dem Rasen gekrochen. Was? Ja, das kommt sehr, sehr passend gerade. Ja, da war gerade irgendwas, was aus dem Rasen, aus dem Moos. Ein Teil des endlosen Herbwurms. Nein. Ja, auch ich würde dann tatsächlich Dinge in mein kleines Büchlein schreiben und versuchen, mich nochmal daran zu erinnern, was denn in dieser Lehrstunde zu den Nachtmaren erzählt wurde oder ob ich mir das jetzt irgendwie alles zusammenreime. Können die fliegen? Sind die weiß? Kann man die mit Drachen verwechseln? All solche Dinge ging mir da gerade durch den Kopf. Ich stell mir es gerade vor. Du bräuchtest vermutlich eine bessere Bibliothek, um diese Fragen klar beantworten zu können. Oder ich müsste ein bisschen schicksalshaft meditieren, aber auch dann bräuchte ich wahrscheinlich eine bessere Bibliothek. Zumindest erinnerst du dich und du durchsuchst deine Aufzeichnung. Du hast teilweise ja noch Stapel von verschiedensten Veranstaltungen, die du besucht hast und Vorträgen von Gelehrten, die zu Gast waren. Und da findest du tatsächlich etwas zu dem Thema, so abwegig das erscheinen mag, eben des Vampirismus als eine Form eines Fluchs, der von der Göttin ausgesprochen wird. Und wobei steht, so vielfältig wie die Götter sind, so vielfältig kann dieser Fluch sich äußern. Gemein ist diesen Wesenheiten nur, dass sie in der Regel zaubermächtig werden, dass sie vormals Menschen waren und dass sie die Lebenskraft von Menschen stehlen in der Form von Blut, aber vielleicht auch in der Form von Atem oder anderen. Das ist alles erschreckend zu dem Kloster. Die Wesen werden zaubermächtig. Sie ziehen irgendwie Zauberkraft aus. Lebenskraft? Ich weiß nicht. Ja, aber niemand in diesem Kloster kam mir so vor. Also, dieser Liskom war schon gruselig, aber er wirkt jetzt nicht so tot. Ist das das? Vielleicht ist. Jetzt verstehe ich. Er meinte mit der ersten Stufe dich, Selinde. Was? Du bist auf der ersten Stufe, vielleicht. Also gut, lassen wir das. Was habe ich denn bitte gemein mit einem Tagelöhner, einer alten Frau und keine Ahnung, wer hier noch alles verschwunden oder beobachtet oder. Ja, ich gebe zu, das ist sehr weit hergeholt. Ich meinte damals tatsächlich. Was ist da eigentlich? Außerdem erinnere ich mich, glaube ich, nicht, dass in diesem Kloster irgendwelche Leute herumgelaufen sind, die einem nachts irgendwas Atemmäßiges rausgezogen haben. Da würde ich mich doch dran erinnern. Ja, natürlich. Vielleicht. Tamaril, du hättest doch vielleicht doch länger schlafen sollen. Das denke ich nämlich auch. Ja, wahrscheinlich. Ist richtig. Spekulieren und frei assoziieren, wobei das immer eine sehr gute Methode ist, auf die verrücktesten Ideen zu kommen, sollten wir erstmal vielleicht noch den Spuren nachgehen, wie Falk das angesprochen hat. Das ist eine gute Idee. Ja. Und uns nach den verschwundenen Leuten erkundigen. Wir müssen jetzt erstmal Tatsachen und Fakten sammeln, bevor wir jetzt in die Spekulation abdriften. Es ist, wenn ihr hinuntergeht, jetzt auch wieder vollständig angezogen. Tiefer, auch wieder vollständig angezogen. Ja, tatsächlich. Bitte. Erwartet euch auch die ausgesprochen müde aussehende Schankwirtin, die offensichtlich kein Auge zugetan hat in der Nacht. Da ist sie nicht alleine. Wir haben hoffentlich gesagt, dass niemand diese Spuren da verwischen soll. Habt ihr das? Da wir ständig über diese Spuren geredet haben, gehe ich davon aus, dass wir schlau genug Kannst waren zu sagen. Kannst mir einfach einen Geschicksalspunkt dafür geben, dass das der Fall ist? Ja, das kann ich dir gerne. Hervorragend.
Ja, dann habt ihr den Leuten gesagt, dass sie da drauf achten sollen. Und dann kannst du aus den Butzenglasfenstern heraus tatsächlich auch eins von den Kindern des Büttels sehen, nämlich die Frau, die dort gerade ein heftiges Gähnen unterdrückt und sich auf einen Stab stützt, während sie dort offensichtlich auf die Spuren aufpasst, in Erwartung davon, dass sie irgendwann wiederkommt. Hm. Ist Eifer. Ja, denn lasst uns die Dame mal erlösen. Die gute Frau. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Schon mal das Frühstück auf. Lehrer Bauch studiert nicht gern. Die Gastwirtin kommt euch auch entgegen mit Frühstück. Es gibt einen Brei, in den Äpfel hineingeschnitten worden sind. Es gibt... Ihr erinnert euch, dass ihr gefragt habt, ob Leute verschwunden sind und dergleichen? Ja. Also die alte Witwe draußen am Dorfrand, die Witwe Dagelstein, die ist... Wir haben sie tot gefunden. Wohl schon seit ein paar Tagen tot. Wie schrecklich. Sie scheint einfach in ihrem Bett eingeschlafen zu sein und wir hätten jederzeit gedacht, ich meine, gut, sie war alt und sie hat schon so viel überlebt, wir hätten einfach dann damit gerechnet, sie ist in ihrem Schlaf zum Herrn Bohren gegangen und übergewechselt in das Reich der Toten, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber jetzt erscheint es mir doch verdächtig. Ja, ihr solltet nach Ingiam hatte auch Fenster suchen. Ingiam hatte auch erwähnt, dass er hatte die Kreatur ja schon vorher gesehen und zwar in ihrem Fenster. Ja. Hat er das? Oh, ich habe ihm nicht zugehört, das muss ich zugeben. Er tat mir leid, aber mehr als ihm Essen zu geben, dafür hatte ich nicht den Nerv. Vermutlich hätte dir nichts tun können, es ist nicht... Ja, ich weiß, es ist nicht meine Schuld. Natürlich ist es nicht meine Schuld. Frühstück. Ja. Ja. Sie knallt mehrere volle Schalen mit warmem Brei auf den Tisch. Aha, mit Apfel. Heißt, es ist kein Knoblauch drin. Ich traue allen Sachen mit Apfel, weil ich glaube, zu Apfel passt Knoblauch nicht. Ich hoffe es sehr. Ja, möglicherweise, wenn du reinbeißt, möglicherweise wurde der Apfel mit einem Messer geschnitten, an dem vorher Knoblauch geschnitten wurde, aber es wäre denn nur ein Hauch. Das ist dieser Knoblauch, das geht aus dem Geschirr nicht mehr raus, wenn das einmal eingezogen ist. Holzteller. Das geht auch schon aus Steingut nicht mehr heraus. Okay. Ihr sagtet, man habe die Witwe schon mehrere Tage tot gefunden. Sie ist vermutlich schon vor 2 Nächten. So hieß es, sagte der Fluch Witwe. Zumindest nicht ansteckend zu sein in der Form. Sollte es? Ach, ihr seid noch da, gute Frau. Tee? Ja, den brühe ich gerne auf. Danke. Antorio, du musst mal ein bisschen aufpassen. Willst du mich bei dir nicht in Panik versetzen? Ja. Also wenn ich wild spekuliere, dann mache ich das unter uns, aber nicht vor den einfachen Leuten. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ja, ihr habt recht. Ich kann da einfach... Ihr wisst ja, Diplomatie und drumherum reden, das ist nicht so meins. Das hat doch nichts mit drumherum reden zu tun. Es geht um das Wohlergehen der Leute hier und es trägt nicht zu ihrem Wohlergehen bei, wenn sie jetzt alle meinen, das Dorf ist verflucht oder sowas. Wissen trägt nicht zum Wohlergehen dabei? Das ist eine ganz andere Diskussion. Wir hatten diese Diskussion. Wir hätten kurz zurückkommen können zu dem eigentlichen Thema. Hier sind Leute gestorben, richtig? Und zwar mindestens 2, das wissen wir. Ja. Abgesehen natürlich von einer Kreatur, die wohl auch mal ein Leut war. Nun ja. Das wissen wir ja. Unser Ehre, arme Seele, gnädig. Aber diese 2 Leute, die gestorben sind, ich meine, das scheint ja schon länger zu laufen, zumindest ist es das, was wir hier hören. Ja, fragen, wann die ersten verschwunden sind. Vielleicht ist es ja, aber schon. Ich stelle eine andere Frage. Wieso? Jetzt? Ja. Das Ding hat doch gesagt, es hat Hunger. Ja. Vor allen Dingen, wenn die Geschichte schon mehrere Generationen alt ist. Also, ja. Es anscheinend vorher schon mal stattgefunden hat. Vielleicht fragt ihr im Dorf mal nach. Vielleicht sind da auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht geht die Kreatur alle Dörfer der Gegend immer mal ab. Eine Woche hier, eine Woche da, es fällt nicht so auf. Ich weiß draußen nicht. Wird die Tochter des Büttels von ihrem Bruder abgelöst, der dann auch einen Blick reinwirft. So. Die mal fragen. Wir sollten jetzt diesen Spuren folgen. Vielleicht führen sie irgendwo jetzt hin. Jetzt haben wir auch was gegessen. Machen wir, was Falk sagt. Und ihr findet draußen tatsächlich... eine
relativ klar erkennbare Reihe von Abdrücken. Einmal führt sie in Richtung der Hütte des Tagelöhners und ist teilweise zertrampelt worden von den bloßen Füßen von Falk und den weichen Stiefeln, mit denen dann wiederum Nandurio ebenfalls dort entlang geeilt ist. Aber es gibt auch eine Spur, die dorthin führt und der ihr folgen könntet. Wer möchte sich denn darum bemühen? Wir können ihn am besten. Das kannst du doch so gut. Ja, das Problem ist, dass Fährtensuche auf Klugheit geht. 9. Wenn das Fährtensuche ist. Es ist einfach zu viel schon seither geschehen, sagt die 17, die ich gewürfelt habe. Ich versuch's nochmal. Oh. Vorsicht! Mairi ernährt sich von Schicksalspunkten wie Vampire vom Blut. Vielleicht gucke ich ja nochmal mit, Falk. Wir waren doch so oft auf der Jagd daheim. Mit der 9 kann ich genau wär's geschafft. Du orientierst dich, schaust, hier ist jemand offensichtlich mit einem Esel oder so etwas lang gekommen, aber da hinten siehst du wieder einen Fußabdruck, der zu dem passt. Auf der anderen Seite von den zertrampelten Wegen. Wieder dieser krallenartige Fuß. Und du kannst es tatsächlich hinaus verfolgen und streifst, kommst an den Dorfrand, machst einen Bogen um mehrere Gebäude herum und siehst dann ein einzelnes kleines Gehöft vor dir liegen, etwas abgelegen, mit einem ziemlich heruntergekommenen Zaun, über den Efeu wuchert, eingezäunt. Und sieht das nur aus, ob da auch jemand wohnt? Das sieht ziemlich verlassen aus. Schon seit längerem. Allen verlassenen Gebäuden total zu misstrauen. Also, du siehst, dass irgendjemand im Frühjahr offensichtlich noch angefangen hat, die Felder bereit zu machen, aber sie sind mit Unkraut überwuchert. Das müsste doch auch aufgefallen sein, wenn hier mit einem niemand mehr ist. So weit weg vom Dorf sind wir jetzt doch gar nicht. Fragen wir doch einfach mal Bertholds Sohn, der wahrscheinlich neben uns herläuft. Der Fersen geheftet hat, genau. Bertold ist der Sohn, aber für den ist das kein Problem, wenn man ihn verwechselt. Da scheint er gewöhnt zu sein. Ja, die sind nicht da. Wer hat denn hier gewohnt und wo sind? Das waren die Borgels. Er bohrt sich im Ohr. Und Vater Borgel hatte zu viele Schulden. Und daraufhin hat, als der Freiherr einmal da war, er sie verknacken lassen. Es ist doch eine die ganze Familie. Ja, wenn die ganze Sippe Schulden hat, dann... Seitdem wohnt da niemand mehr? Naja, also ich bin mir relativ sicher, es gibt noch Streitigkeiten darum, wem das Land jetzt gehört. Und der Freier hat gesagt, es fällt jetzt natürlich an ihn zurück. Aber er hat niemanden bestimmt, der darauf die Äcker bestellt. Niemand wohnt in diesem Haus? Nee. Und das Familie Borgel bestand aus? Dann sehen wir mal rein. Was bestand aus? Die Familie Borgel bestand aus wie viel Personen? 7. Ja, wenn die jetzt alle woanders sind, dann ist es ja... Das ist doch gut für sie. Ich glaube, die schlagen jetzt Holz für den Freiherrn irgendwo. Das weiß ich. So ist das dann mal. Gucken wir mal nach. Ja. In der Hütte. Jetzt müsstest du noch einmal dich nach Spuren umsuchen. Okay. Das ist aber etwas erleichtert in dem hohen Gras, das hier wuchert. Mit einer 12 passt das dann mit der Erleichterung gerade eben. Du siehst, dass tatsächlich jemand regelmäßig in letzter Zeit eine kleine Schneise gelaufen hat in das Unkraut und in das hohe, ungepflegte Gras. Zum Heuschober. Dann würde ich sagen, dass wir uns doch mal den Heuschober genauer ansehen. Der ist nahezu leer. Du siehst nur, der hat mehrere Ebenen, dass auf der obersten Ebene noch Stroh und Heu gelagert sind. Auf der obersten Zwischenebene dort, wo man am sichersten ist, davor, dass Mäuse hineinklettern und dort ihre Nester bilden und ähnliches. Und eine Leiter führt dort hoch. Nach dir, Falk. Ich bin jetzt gerade angespannt, aber ich bin der Meinung, dass was immer wirklich Böses da war, haben wir gerade erstmal erledigt. Also gehe ich hoch. Und du kletterst hoch und siehst, dass das Heu dort zu einem Kegel im Grunde aufgehäuft ist, aber eine Öffnung vorne hat. Und dass du da drin eine Höhlung sehen kannst, wie ein Nagetier sich vielleicht in Heu oder Stroh eine Höhlung bauen würde. Die mit einer Art schleimigen,
klebrigen Substanz sind die Halme zusammengefügt und der Boden ist ausgelegt mit festgestampfter, schlammiger Erde. Was ist das? Und es riecht irgendwie seltsam, muffig, bitter, süßlich. Das ist nichts Göttergewolltes. Meinst du, es riecht so ein bisschen nach Verwesung? Nandurio? Ja. Amarel? Ja. Das solltet ihr euch ansehen. Ja, aber du hast was gefunden. Oh, okay. Ja, ich glaube, ich habe das Nest der Kreatur gefunden. Das Nest? Das Nest? Anders kann man das nicht nennen. Dann kletter ich auf jeden Fall mal hinterher. Ich gucke mir nochmal den Boden an. So, wie viele Leute trägt der denn? 2-3 auf jeden Fall. Gut. Da soll ja durchaus schon noch eine größere Last drauf lagern. So leichtes Stroh auch nicht. Selinde, bleibst du unten oder kommst du mit? Ich glaube, es ist sicher. Na dann. Marschierst du. Ihr klettert nach oben. Und könnt eben, also die Öffnung ist nur groß genug, dass eine schmale Person sich dort hineinstieben könnte. Und dieses Nest, was du da gefunden hast, Falk, ist auch nur so groß, dass eine Person sich dort zusammenrollen kann. Aber ihr könnt zumindest alle jetzt so über die Schultern von Falk hinweg einen Blick hineinwerfen. Naja, können wir die Öffnung nicht vergrößern? Ja, natürlich, wenn du das anpacken magst und dran rumreißen. Ja, schneid das mal auf. Ja. Also, das ist ja, das sieht aus wie so ein Kobel oder. Ich guck mal, ob ich mit deinem Messer irgendwie was machen kann oder wie fest das Zeug da ist. Mhm. Also, es gibt nach ein bisschen zäh, so wie weiche Borke. Und dann kannst du es auseinandernehmen und ihr schaut mehr oder weniger von oben rein. Dann reiße ich es irgendwie so ein bisschen auf und. Ja. Eine verfilzte Matte hat das Stroh, haben Stroh und Heu dort gebildet. Ja, ihr könnt es jetzt sehen. Und ihr seht auch, dass der Boden geformt ist von nackten Füßen und Händen, die ihn festgepresst haben, den Lehm dort. Und Abdrücke von knochigen Schultern und anderen Körperteilen. Der muss hier geschlafen haben. Und muss sich dieses Nest angelegt haben für die Nächte. Aber es ist sicher nur für eine Kreatur groß genug, oder? Nicht, dass da jetzt noch irgendwo was lauert? Also, so die drei, die oben reingucken, können ziemlich klar sehen, dass mehr als eine ziemlich schmale Gestalt vermutlich hier keinen Platz gefunden hätte. Ich hätte jetzt auch Schlimmeres befürchtet, also noch wir Opfer, haben ja noch nicht alles durchsucht. Der da reingelockt hat, aber dafür ist es ja zu klein, dass da Leichen drin liegen könnten. Das ist eine gute Frage, weil wenn hier wirklich Leute verschwunden sind, bedeutet es ja auch, er hat nicht irgendwo Leichen zurückgelassen, wie bei der alten Dame. Ja, genau, die Witwe und ja. Nun gut, für Ingiam hatte er keine Zeit. Die Witwe ist einfach liegen geblieben. Aber wenn es halt Leute waren, die nicht allein gelebt haben, dann mussten. Er hat sich wahrscheinlich genau solche ausgesucht. Die Witwe, Ingiam. Sollten schauen, ob wir bei den anderen verschwundenen Leuten vielleicht auch Kratzspuren am Fenster oder sowas finden. Wir hörten draußen Rufe. Jemand, Berthold, Berthold, sind die bei dir? Hier oben! Ihr seht draußen den Büttel schnaufend ankommen, der euch dann winkt. Dann sagt das jetzt nicht weiter. Ich will nicht, dass die Leute im Dorf Unruhe bekommen. Aber die Leichen sind verschwunden. Welche? Welche? Ingian und die alte Frau. Tamaril, ich hab dir das gesagt. Wir müssen da mal. Die sind einfach. Die hat jemand geklaut aus dem kalten Keller. Oder die sind aufgestellt und weggelaufen. Ja, nein, aber wer klaut denn Leichen? War der Keller verschlossen? Nur mit einem Riegel. Von innen? Nein, natürlich nicht von innen. Verzeihung. Ein Riegel hat die Kreatur bisher auch nicht aufgehalten. Also, womit haben wir es hier zu tun? Habt ihr den Spur von einem Leichenräuber gefunden? Aus Fußspuren oder was weiß ich was? Nein. Das ist ein Felsenkeller. Ja, aber vor dem Eingang von dem Keller. Ich glaube, Ingiam war auch nicht so schwer, dass er viele tiefe Spuren hinterlässt. Ja, das stimmt. Also. Ich gestehe euch offen heraus, meine Dame, die Herren, das geht weit über mich, über meinen Hut und mein Verständnis hinweg. Weit froh. Ist ja auch grotesk. Ich meine, wer stiehlt denn Leichen? Ich wünsche, der Freiherr wäre da, aber so kann niemand irgendwelche Anweisungen geben, oder? Sag Nandurio,
du wusstest doch irgendwas zu berichten über diesen Vampirismus. Um die Ansteckung, wie dieser Fluch übertragen wird, warum eventuell andere auch diesen Fluch bekommen. Jetzt haben wir festgestellt, dass eine Person schon nach einer Nacht auferstanden, also verschwunden ist, und die andere Person erst nach 2 bis 3 Nächten. Nochmal, vielleicht gibt es einen Auslöser oder irgendwie sowas. Vielleicht sind sie auch wirklich geklaut worden. Das ist eine Möglichkeit. Jemand stiehlt die Leichen. Ja. Viel wahrscheinlicher, als dass die ausstehen und gehen. Jetzt mal im Ernst. Lass uns doch mal hin, ob wir was sehen bei diesem Keller. Da hatten wir dieses Jahr noch keinen Ärger mit der Acheburg und den Leuten, die behaupten, dass sie da was sehen. Und jetzt auf einmal hier hin muss runter. Welchen Ärger gab es denn letztes Jahr? Es gibt immer Leute, die sagen, da ist jemand im Wald verschwunden, von denen, die da draußen leben und dergleichen. Dann heißt es jedes Jahr wieder, dass Kinder irgendwie gestohlen werden und sowas. Ihr kennt das doch. Aber. Bitte? Ja, auch ein normales Leben. Ja. Ihr stellt eine Truppe von 5 bis 6 Mann zusammen. Wir werden morgen zur Acheburg aufbrechen. Und Elfen stehlen keine Kinder. Das sind überhaupt Kobolde. Das kommt viel seltener vor, als Leute das sagen. Ja, habt ihr verstanden, was ich gesagt habe? Wir suchen also einen Kobold in der Acheburg. Nein, keinen Kobold. Was suchen Fall. Wir dann, gelehrte Herren? Das wissen wir noch nicht. Die Ursache vielleicht so etwas wie Unbildens. Ihr glaubt aber nicht. Schaut er sich um, dann neigt er sich näher an Nandurio und Tamaril ran. Aber es sind keine Vampire, oder? Könnt ihr mit der Wahrheit umgehen? Du kennst die Wahrheit doch noch gar nicht. Dann fragt nicht danach, sondern hört einfach, was euch ein geweihter Mann sagt. Dann, er nimmt seinen Hut ab, dann suche ich euch die Leute zusammen. Und schickt sehr auf jeden gut, Fall guter Mann. Schickt auf jeden Fall nach eurer Priesterin. Was werden wir tun? Damit wendet er sich ab und eilt zurück in Richtung Dorf und die Expedition zur Acheburg, die spielen wir dann wohl das nächste Mal. Bringt Feuer mit. Vielen, vielen Dank, meine Lieben. Was sagen wir? Fürs Mitspielen, auch an den Neuzugang Iris. Und dass das funktioniert hat, dass wir dir einfach diesen NSC an die Hand gegeben haben, diese Meisterperson, die du übernommen hast. Und fürs Durchhalten an alle, die heute schon sehr früh raus sind, wie Kai, und trotzdem sich abends noch hinsetzen. Ich bin, ja, vielen, vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank an die Regie im Hintergrund, Nico, und natürlich an den Chat. Gerade kommt Berike Riebe in den Chat und ist zu spät. Es tut mir leid, das Timing ist vermutlich nicht gut. Das heißt aber nicht, dass hier jetzt zu Ende ist, weder mit der 7 gezeichneten Kampagne, auch wenn wir den Tonus ein bisschen ändern. Aktuell haben wir ja beide die A-Gruppe und die B-Gruppe immer in derselben Woche und wir werden das verschieben, dass A- und B-Gruppe nicht beide in der gleichen Woche sind. Das hat unter anderem den Grund, dass Mayri dann nicht zweimal die Woche dieselbe Kampagne vorbereiten muss. Und deswegen, auch dafür bin ich sehr dankbar, dass ihr bereit seid, da ein bisschen die Dinge zu schieben. Aber auch der Stream heute ist noch nicht zu Ende. Wir entlassen diese braven Leute hier in ihren Feierabend und werden dann gleich nach einer Pause hier ein bisschen Star Wars The Old Republic streamen. Zum Spaß, einfach so und entspannt. Und vielleicht sind ja auch noch ein paar von euch dann dabei, wenn wir als Jedi durch die Gegend rennen. Aber in dem Sinne, noch ist niemand gezeichnet, aber gewisse Dinge bahnen sich an in unendliche Gier. Sind wir eigentlich gerade parallel zu den anderen unterwegs? Oder sind wir, Entschuldigung. Sind wir eigentlich gerade parallel zu den anderen unterwegs? Oder quasi, nach ihnen? Oder, wir wissen es noch nicht. Ihr seid zeitlich sehr nah aneinander dran. Manchmal dauert ein Tag mehrere Spielrunden, deswegen dehnt sich die Zeit ein bisschen gummiartig, wibbly wobbly, ihr wisst schon. Ja, also es sind halt schon die Gegenschnitte und erst nacheinander fahren wir, wie das zeitlich zueinander eigentlich stand. Exakt, genau. Und ja, aber ihr werdet vermutlich auch noch im Rahmen von Unsterbliche Gier auf das andere Team stoßen. Die kommen nämlich gerade relativ gut in ihrem Abenteuer voran, was ja auch recht geradlinig ist. Und nur kurz dazu, ihr wart bemerkenswert, allein spätestens durch die gewürfelte 1,
beim Verfolgen von dem Ding sehr erfolgreich darin, diesen ersten Vampir zu stellen. Herzlichen Glückwunsch in dem Super Falk. Dafür habt ihr euch damit länger aufgehalten mit etwas, das eine Foreshadowing-Szene sein solltet, habt daraus schon direkt volle Ermittlung gemacht. Und dann die Acheburg, von der ich dachte, dass ihr vielleicht heute dorthin geht, die haben wir dann das nächste Mal. Dafür ist sie schon gebaut. Das hat doch auch einen Vorteil. Wir können zum Abschluss noch kurz einen Blick darauf werfen. Das ist eine etwas größere Anlage. Die sieht schon gleich böse aus. Ja, wo man sich ein bisschen austoben konnte damit, dass es inzwischen ein Gothic-Set, ein vollständiges gibt. Diese Baumstümpfe sehen schon irgendwie... Es gibt viel zu entdecken. Ist das eine Krypta oder ist das... Das ist möglicherweise eine Krypta und eine Burganlage. Und was genau das alles ist, Laternen-Einpack. Das finden wir das nächste Mal raus. Auf jeden Fall ist es schick. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Macht's gut, danke, meine lieben Spieler. Kai, Iris, Arne, Tim. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und vielen Dank, Mari. Bis gleich, genau. Dann geht's weiter. Tschüss. Tschüss. Tschüss.